Silberstern saß in der Dunkelheit in seinem Zimmer und wartete. Er machte keine Anstalten, eine Kerze oder das Kaminfeuer zu entzünden. Alicia trat leise in den Raum. Sie fröstelte. Und das lag nicht an der Kälte des Zimmers. Wir haben die Verhandlungen mit Lucius verloren. Es war nicht meine Schuld. Dieser Kerl interessiert sich mehr für Backwaren als für Frauen. Er hat mich als mager bezeichnet, als ich ihn verführen wollte, und hat mir etwas zu essen angeboten. Wirklich? Dann hat das Ganze ja doch etwas Gutes. Es hat mich zum Lachen gebracht. Aber dennoch ist es ein Problem. Wir verlieren immer mehr Geschäftspartner an Güldenstern. Bei Gigante werden wir keine Probleme haben. Ich werde ihn heute noch aufsuchen und er wird mir wie ein räudiger Hund aus der Hand fressen. Wir sollten herausfinden, was Güldenstern den Leuten anbietet. Unsere Angebote waren unschlagbar. Waren sie nicht, sonst wäre Lucius auf unserer Seite. Güldenstern bietet die Mitgliedschaft in einem sehr exklusiven Club. So viel habe ich herausfinden können. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir mehr wissen. Geh jetzt. Oh, ja, Vater. Silberstern verließ kurze Zeit später das Zimmer und schritt nachdenklich durch das Anwesen. Dabei fand er den Mantel von Samantha vor der verputzten Mauer. Er beugte sich nach unten, roch an dem Mantel. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Fantastisch. Es läuft alles nach Plan. Anschließend versteckte er sich lauernd hinter einer Säule, wobei ein dicker Samtvorhang ihm zusätzlich Deckung bot. Er wartete. Ohne Zweifel würde es nicht mehr lange dauern, bis der Eindringling in Dasinsis Zimmer wieder hier erscheinen würde. Samantha hatte nur noch eine einzige Sache zu erledigen. Langsam schritt sie auf das verdeckte Bild zu. Ein leichtes Unbehagen überkam sie, als sie an dem feinen Stoff zog, der sich nur schwer abziehen ließ, als ob das Laken das Werk für immer unter Verschluss halten wollte. Was hat das zu bedeuten? Dieses Bild kann unmöglich das Sinsi gezeichnet haben. Direkt vor einem brennenden Kamin, über dem das Silbersternwappen prangte, saß auf einem Stuhl Abraham Silberstern. Hinter ihm legte eine Gestalt, lächelnd die Hände auf die Schultern des Familienvaters Abraham. Eine Gestalt, die wie Romeo aussah. Doch das war es nicht, was Samantha den Schrecken in die Glieder fahren ließ. Es waren die Frauen, die links und rechts neben den beiden Männern standen. Das auf der linken Seite ist unverkennbar Alicia. Und auf der rechten Seite Catherine. Jene Catherine, die ihr fast das Leben nahm. Jene Catherine, die Romeo beinahe umgebracht hatte. Jene Catherine, die die Königin der Nachtwache war. Catherine war ein Mitglied der Familie Silberstern. Was hat das zu bedeuten? Ich muss mich beruhigen. Wenn Alicia genauso alt ist wie Catherine, was ist sie dann? Auch ein Nachtmahr? Nein. Vermutlich ist es der Fluch, der auf den Silbersterns ruht. Er muss auch auf den Frauen der Familie liegen. Sie nahm sich fest vor, eine Möglichkeit zu finden, das Bild mit ihrem Gno-Foto zu untersuchen, um herauszufinden, wovon Dasinsi in seinem Tagebuch geschrieben hatte. Aber nicht mehr heute. Benommen stand sie auf. Sie musste aus diesem Raum heraus. Die modrige Luft benebelte ihre Sinne. Der Staub fühlte sich plötzlich an wie schwarzer Teer, der sie zu ersticken drohte. Noch bevor sie den Gang hinter der Steinmauer wieder erreicht hatte, hatte sie ihren Vorsatz vergessen. Endlich bin ich draußen. Zum Glück ist niemand hier. Moment, was ist das? Es kommt aus dem Keller. Das ist das Zimmer von Alicia. Die Tür steht einen Spalt offen. Oh, meine Süße, warum hast du diesen Fetzen Kleidung überhaupt noch an? Du hast mich doch nicht ohne Grund hierher gelockt. Du bekommst gleich, was du verdienst. So
Zuerst aber gehst du auf die Knie und erkennst mich als deine Herrin an. Was denkst du, wer ich bin, Mädchen? Tja, wer bist du? Jemand, der immer noch nicht vor mir kniet. Nimm deinen Fuß an der Brust und die Peitsche von meinem Hals. Das hättest du wohl gern. Dafür wirst du zahlen. Egal, ob du eine Silberstern bist oder nicht. No. Ja! Du kleine Schlampe hast mir in den Magen getreten. Und jetzt zerre ich dich so lange an deinen Haaren durch den Raum, bis du es kapierst. Wie war das? Frauen sind die Diener des Mannes? Ich werde dir zeigen, wer hier wem dient. Zieh dich aus. Ich werde einen Teufel tun. Du willst mich doch, oder? Schau her, was ich zu bieten habe. Was soll das? Was ist das? Du hast deine Kleidung immer noch an. Zuckerbrot oder Peitsche? Was bevorzugt der Bauherr? Gut so. Welch schöne Brust du hast. So männlich. So warm und flauschig. Weißt du, im Gegensatz zu dir habe ich kein einziges Haar an meinem Körper. Kein einziges. Möchtest du das sehen? Ja, ich will dich. Finger weg! Wage es nicht, dich zu bewegen. Wenn du mich willst, dann gehorche mir. Ja. Ja, Herren, heißt das. Ja, Herren. Gut. Wenn du noch mehr von mir willst als nur diesen Kuss, wirst du das machen, was ich dir befehle. Ja, Herren. Auf die Knie! Das darf nicht wahr sein. Tony Gigante und er kriecht auf allen Vieren auf dem Boden wie ein Hund. Alessia, sie schaut zur Tür. Genieß es, was du siehst. Hat sie mich gesehen? Ich muss hier verschwinden, sonst versinke ich noch in diesem Sumpf aus Wollust. Sie eilte die Treppe zurück nach oben und blieb vor dem großen Wandbild, dem Porträt Silbersterns, stehen. Jenes, das Dasinsi als Mahnmal für das Unheil geschaffen hatte, was die Familie Silberstern umgab. Jenes, das den Geheimgang verdeckte. Aber darauf sah sie nur Silberstern als alternden Mann. Es war einfach zu spät. Und sie eilte hastig und leise zu ihrem Zimmer. Samanthas einziger Wunsch war jetzt die weiche Daunenmatratze. Und den Mantel der Nacht, der gleichzeitig vergessen bedeutete, zu genießen. Oh, euch habe ich total vergessen. Und meine Pflicht, den Grafen zu informieren. Du wirst nachlässig, Samantha. Es dauerte lange, bis Samantha den Brief vollendete, jeden Gedanken in Wort und Schrift niederlegte, jedes Detail offenlegte. Die ersten Strahlen der Morgensonne berührten ihr Angesicht und ein unterdrücktes Gähnen zeichnete ihr müdes Gesicht. Endlich fertig. So. Und jetzt, mein geliebter Vogel, bringst du diese Nachricht zum Grafen. Jetzt kannst du endlich wieder die Freiheit genießen. Flieg nach Hause und bring die Nachricht zu Graf Falkenfels. Der Vogel passierte den Luftraum des Nachtmoores. Ölgeier kreisten in Scharen darüber und stürmten auf den Luftboten. Das Tier war chancenlos. Samantha sah nicht mehr, wie ihre Hoffnung zerschmettert wurde. Als Samantha ihre Augen öffnete, lag Romeo grinsend neben ihr auf dem Bett und begrüßte sie mit einem sanften Kuss. Gut geschlafen? Ja. Wie spät ist es? Zu spät. Es ist bereits Mittag. Du hast das ganze Frühstück verschlafen. Wir haben dich schlafen lassen. Du hast noch Alfred geschlagen, als er dich wecken wollte. Habe ich das? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das hast du. Und du bist gerade dabei, das Mittagessen zu verpassen, wenn du nicht schnell nach unten kommst. Ich beeile mich. Super. Ich sag den anderen Bescheid. Es gibt etwas zu feiern.
Ach ja? Was denn? Carlos' Vater hat sich einverstanden erklärt, uns zu unterstützen. Hat er das? Ich komme. Geh du schon mal vor. Das Essen findet nicht im Speisesaal statt, sondern draußen im Pavillon beim Wasserfall. Der rundum offene Pavillon war mit einem prächtigen Halbkugeldach versehen. Weiße Marmorsäulen und verzierte Reliefs verzauberten den Betrachter. Inmitten des grünen Gartens, an dem rauschenden Wasserfall, gewährte er dem Besucher einen Blick ins Paradies. Ah, Samantha, wir haben dich heute Morgen schon vermisst. Entschuldigt, Graf Silberstern. Da gibt es nichts zu entschuldigen. Bitte nimm Platz. Vater, ist die junge Alessia Silberstern nicht etwas zu jung für dich? Offenbar nicht, wie du siehst. Hebe lieber das Glas mit deinem Vater, um einen erfolgreichen Geschäftsabschluss zu feiern, den wir mit den Silbersterns geschlossen haben. Er wird unsere Zukunft verändern. Das Fundament unseres Unternehmens wird stärker sein denn je. Die Zukunft verändern? Entspricht mein Traum der Wahrheit, wird es wirklich das Fundament deines Unternehmens verändern. Mit dir als Leiche darin. Das ist wirklich ein Grund anzustoßen. Sagt, habt ihr dafür das Angebot von Güldenstern ausschlagen müssen? Ja, aber das war es mehr als wert. Was will man schon von einem Mann erwarten, der sich hinter einer goldenen Maske verbirgt? Eine goldene Maske? Die Gestalt in meinem Traum war also wirklich Güldenstern? Vielleicht solltet ihr euch mit Güldenstern gütlich einigen. Manchmal sind Geschäftspartner sehr schwierig. Nicht, dass es euch Kopf und Kragen kostet. Ihr seid eine gute Geschäftsfrau, liebe Samantha. Wie steht es um deinen Freund und euren Sohn, Graf Silberstern? Romeo, hast du nicht ausreichend Mittel bekommen, um selbst etwas zu unternehmen? Ja. Und ich bin gerade dabei, ein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wirklich? Darf man wissen, um was es sich handelt? Noch nicht, Vater. Noch nicht. Aber die Arbeiten werden bereits heute beginnen. Und was ist mit eurem Unterricht, junger Herr? Der wird ausfallen müssen, Alfred. Mein Imperium ruft und ich habe wichtige Aufgaben. Graf Silberstern? Lasst ihm seinen Willen, Alfred. Gebt ihm eine Chance. Die Praxis ist immer noch die beste Schule des Lebens. Wie ihr wünscht, Herr. Du hast 4 Wochen Zeit. So lange wird der Unterricht aussetzen. Sehe ich keine Ergebnisse, Romeo, wirst du wieder die Schulbank drücken. Verstanden, Vater. Nach dem Essen versammelten sich Romeo und seine Freunde Carlos, Biscuit, Alessia und Samantha wieder im Pavillon. Der Tisch war abgedeckt und alle warteten bereits neugierig auf Romeos Vorhaben. Also, Silbersternchen, was hast du vor? Ganz einfach. Ich werde eine Zeitschrift veröffentlichen. Eine Zeitschrift? Und wie willst du das anstellen? Und vor allem mit wem? Mit euch natürlich. Jeder von uns wird in seinem Fachgebiet einen Bereich bearbeiten. Und das wäre? Du, Carlos, schreibst über Bauten und Häuser. Alessia über Kleidung, Romantik und alles, was Frauen interessiert. Biscuit über die Gaumenfreuden und die Leckereien, die das Leben versüßen können. Samantha schreibt über wissenschaftliche Dinge, Kunst oder Geschichte. Und über was schreibst du? Das, was die Leute am meisten interessiert, natürlich. Und das wäre? Die Silbersterns. Was denn sonst? Und wie sollen wir das anstellen? Jedes Blatt einzeln beschriften oder was? Nein, mein Vater hat eine neue Erfindung. Damit ist es möglich, massenhaft Schriften zu duplizieren. Und wie willst du sie verteilen? Ich weiß, wie schwierig das ist, unsere ganzen Lebensmittel zu verteilen. Wir haben ein riesiges Netzwerk über das ganze Land dazu aufbauen müssen. Das hat mein Vater über ein Jahrzehnt gekostet. Und vor allem ein ganzes Vermögen. Lass das meine Sorge sein. Ich habe auch dafür eine Lösung. Warum sollten die Leute diese Zeitschrift erwerben? Mein Vater sagt immer, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich glaube kaum, dass die Leute dafür Geld ausgeben. Wer hat gesagt, dass sie dafür Geld ausgeben müssen? Und wie willst du sonst Geld damit verdienen? Lass das meine Sorge sein, Carlos. Ich hoffe, du hast nicht deinen Verstand verloren. Aber ich bin dabei. Ich auch. Und ich werde über Dacincis Kunst schreiben. Dann mal los. Ich werde mir von Vater die Silberstern ausleihen und kurz auf Reisen gehen. Du willst dich also vor der Arbeit drücken? Nein, ich möchte nur den Erfolg für das Projekt ebnen. Machen wir das nicht alle? Ich gebe Carlos recht. Wo willst du hin, Bruder Herz? Babylon. Ich muss nach Babylon. Babylon. Die größte Stadt des Kontinents. Dort versammelten sich die Reichsten und Ärmsten des Landes. Dort wohnte der Heilige neben dem Unheiligen. Die Heimat vieler Berühmtheiten. Der Sitz zahlreicher Unternehmen.
Das Gold floss in Babylon wie das Wasser der Meere, zahlreich und gewaltig. Genauso wie die Ratten und Armut, die die Gassen übervölkerten. Bruderherz, du hast keine Chance, dass ich nicht dabei bin, wenn du die Stadt aufsuchst. Keine Chance. Ich denke, das gilt für uns alle. Wir können auch unterwegs arbeiten. Ich bin wirklich nur geschäftlich dort. Nicht um mich zu vergnügen. Ich auch. Babylon bietet die besten Boutiquen und Clubs des Landes. Das könnte meinen Artikel nur noch interessanter machen. Und wenn ich Glück habe, finde ich das letzte Gemälde des Sinsis dort. Das würde deinem Vater sehr zusagen. Wo könnte es sonst sein als in dieser großartigen Stadt? Und ich würde mich freuen, meinem Vater einen Besuch abzustatten. Schließlich ist Babylon meine Heimatstadt. Ich kann euch helfen, euch zurechtzufinden. In Ordnung. Ich werde sofort mit Vater reden. Wir brechen so schnell wie möglich auf. Packt eure Sachen. Ja. Romeo informierte seinen Vater über sein Vorhaben, der sich begeistert zeigte und zum Schutz der Reisenden nicht nur Alfred mitschickte, sondern auch Artemis, den unheimlichen Leibwächter. Aufgeregt standen alle im Cockpit des Luftschiffes. Kann ich das Schiff fliegen? Mir aus. Vater hat mir befohlen, dich nach allen Kräften zu unterstützen. Betätige diesen Hebel, um die Turbinen zu starten. Mit dem Hebel daneben legst du die Höhe des Luftschiffes fest. So. Der dritte sorgt für die Beschleunigung. Die Steuerknüppel sind dafür, das Schiff zu lenken. Der Rest ist für den Anfang nicht wichtig. Dann heben wir mal ab. Richte das Schiff in Richtung 184,3 Grad und gib halbe Kraft. Nichts lieber als das. Nein! Doch es war zu spät. Ein Donnerschlag grollte, als das Schiff innerhalb kürzester Zeit die Schallmauer durchbrach und alle Anwesenden durch das Schiff purzeln ließ. Das ist der Hammer! Ich gebe dir gleich einen Hammer. Und zwar auf deinen Schädel, wenn du noch einmal so unüberlegt ansetzt. Geht es allen gut? Ist jemand verletzt? Beim nächsten Mal, junger Herr, wenn ihr die Absicht besitzt, einen Ausflug zu machen, erinnert mich daran, dass ich Urlaub einreiche. Wir werden bereits bald in Babylon sein. Bereits heute Abend erwartet uns dein Vater zurück. Ihr habt also wenig Zeit. Alessia, du wirst nur die Boutique besuchen. Nichts anderes. Hast du mich verstanden? Du bist ein Spielverderber. Aber noch ein süßer Spielverderber. Wie Artemis Alessia anschaut, ist es Verlangen? Leidenschaft? Bereitet euch vor. Wir werden bei dieser Geschwindigkeit in 2 Stunden am Ziel sein. Das Schiff erreichte noch am Nachmittag die Metropole. Es stoppte an mehreren Punkten über der Stadt und brachte jeden gleich zum gewünschten Ziel. Vorher musste jeder sich aber Artemis klare Befehle anhören. Carlos, du hast ausreichend Zeit, beeindruckende Gebäude zu begutachten. Es wird über kein einziges Gebäude von Güldenstern berichtet. Du, Biskuit, wirst dich in der Bäckerei deines Vaters aufhalten, um einige Rezepte zu verwirklichen. Ticker hat für jeden von euch einen Apparat gebaut, mit dem ihr in der Lage seid, Bilder eurer Tätigkeit anzufertigen. Passt auf, was ihr unternehmt. Die Stadt ist Güldensterns Hoheitsgebiet. Ein Fehler kann euch das Leben kosten. Bleibt an dem Platz, den Graf Silberstern für euch vorgesehen hat. Dort seid ihr sicher. Natürlich. Was sollten wir denn sonst anstellen? Damit du auch die Befehle befolgst, hat der Graf mich beauftragt, besonders gut über dich zu wachen, Alessia. Dieser Spielverderber. Wobei. Dann können wir etwas Spaß haben, Artemislein. Artemis wehrte die Spielereien Alessias nicht ab, als sie sein Hemd zurechtrückte. Beinahe konnte man der Auffassung sein, dass der Leibwächter daran Gefallen fand. Es dauerte beinahe 1 Stunde, bis jeder abgeladen wurde. Alfred blieb auf dem Schiff, um darüber zu wachen. Romeo und Biskuit waren die Ersten, die ihr Ziel erreichten. Das war nicht weiter wunderlich, da beide die Fabrik von Biskuits Vater aufsuchten. Carlos wurde zur größten Kirche der Stadt geflogen, wo er ausreichend Aufnahmen und Informationen sammeln konnte. Samantha wurde bei dem Museum abgesetzt, um dort ihre Recherchen fortzusetzen. Das Museum ist riesig. Ja, da habt ihr recht, junge Dame. Das Museum erstreckt sich über mehrere Stockwerke und beheimatet Kunstwerke aller Arten. Magische und nicht magische Gemälde, Skulpturen, Relikte und Artefakte. Ich bin der Direktor des Museums. Ich suche Informationen über das Sinsi. Dann seid ihr hier goldrichtig.
Wir haben dem Künstler ein eigenes Stockwerk eingerichtet. So beliebt sind seine Werke. Es sind aber leider nur Kopien der Werke. Die Bilder haben leider nicht das Eigenleben, das die Originale so besonders macht. Kann ich euch irgendwie sonst noch helfen? Dieses Werk trägt den Titel Das letzte Siegel. Ich kenne das Werk nicht. Es ist das letzte Werk von Da Vinci. Könnt ihr mir sagen, wo ich das Original finden kann? Leider nicht. Es gilt als verschollen, schon seit Jahrhunderten. Ein herber Verlust für die Kunst. Gibt es keine konkreten Hinweise? Nein. Die Vermutung liegt aber nahe, dass Da Vinci selbst es in sein Grab mitgenommen hat. Ihr müsst wissen, laut den Legenden bergen die Gemälde ein Geheimnis. Wirklich? Und ganz unter uns, ich weiß es. Ihr wollt mir einen Bären aufbinden. Bei den 100 Gemälden handelt es sich um ein Bild in Bild. Was meint ihr? Folgt mir. In dem Raum dort vorne werdet ihr sehen, was ich meine. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Es ist nicht das erste Mal, dass Da Vinci in seinen Werken Botschaften versteckt oder dass diese Besonderheiten aufweisen. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum dieses Werk als Da Vincis düsterstes Werk gilt. Ja. Es zeigte eine gehörnte Gestalt hinter einem Altar. 6 Statuen flankierten jeweils rechts und links den Gang davor. Eine große Masse an Menschen stand kniend an den Seiten, in dunkle Roben gehüllt. Es ist der Raum aus meinem Traum. Derjenige, in dem sich Romeo befand. Was wisst ihr noch über das Gemälde? Es sind 100 Gemälde, die das Gesamtwerk abrunden. Alle Bilder, bis auf das Verschollene, sind im Besitz von Graf Silberstern. Ihr kennt diesen großartigen Mann bestimmt. Es sind ebenso 100 Mann, die sich im Bild vorfinden. Die Statue in der Mitte stellt den gefallenen Gott dar. Den einen. Die knienden Statuen auf den Seiten sind die 12 Götter. Es handelt sich um einen Kult. Um eine Kirche, die ihr auf dem Gemälde seht. Eine, die... den Gefallenen ehrt. Richtig. Warum Da Vinci gerade dieses dunkle Thema zu seiner letzten Arbeit kürte, weiß niemand. Aber um die Bilder ranken sich viele mysteriöse Legenden. Jeder Besitzer, der ein Werk sein eigen nannte, verstarb nicht selten. Oh. Am Ende hüten sie ihr Dasein jetzt in Silbersterns Anwesen. Es ist vielleicht am besten so. Jemand, der von den Göttern gesegnet ist, kann dem Fluch der Bilder vermutlich entgegnen. Ich danke euch. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich muss jetzt aufbrechen. Zu dieser Boutique Artemis. Schau dir das wunderbare Gebäude an und diese Schaufenster. Ich sehe nur leicht bekleidete Holzpuppen. Und sieh dir die Preise an. Man sollte diejenigen, die sich diese Kleider kaufen, einmal spüren lassen, was Hunger ist. Allein mit diesen Fetzen kann man eine ganze Schar von Bettlern ernähren und ihnen ein Dach über den Kopf geben. Oh, drück die Stimmung doch nicht so, Artie. Nenne mich nie wieder Archie. Ja. Hast du verstanden? Ja, und jetzt lässt du mich sofort los. Sonst lernst du mich von einer Seite kennen, die du vermutlich nicht kennen willst. Du kannst mir nicht trauen. Kann ich nicht. Ich misshandle ungern Spielzeug, aber wenn du es darauf ankommen lässt... So ist es gut. Du bist interessanter, als ich erwartet habe. Ja. Ich glaube, ich könnte mich in diese Augen verlieben. Und jetzt lass uns das Geschäft betreten. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Nein, die Dame schaut sich selbst um. Wahnsinn. Hier, halte dieses und dieses Kleid. Ich bin kein Kleiderschrank. Ach,
das sehe ich. Besonders viel kannst du nicht tragen. Oh, diese Bluse ist der Wahnsinn. Komm, wir gehen eine Etage weiter nach oben. Dort gibt es etwas, das dir sicher gefallen wird, mein süßer Leibwächter. Ich hoffe, es sind Fackeln, mit denen ich diesen Palast der Dekadenz niederbrennen kann. Und das aus deinem Munde, mein kleiner Leibwächter. Leibwächter, eine schöne Beschreibung für das, was er wirklich war. Alessia kannte die Geheimnisse Sacrum Silbersterns. Sie verstand die Notwendigkeit, dass manchmal eine Schattenpolitik benötigt wurde. Eine Politik, die endgültig war, wenn mit ihr Diplomatie betrieben wurde. Und Artemis war das Organ dieser Politik. Sein Ruf beendete Verhandlungen endgültig. Sein Wort war stets das Letzte. Er war ein Assassine, ein Meuchler, der im Auftrag Silbersterns Leben raubte, um die Ziele der Familie Silberstern zu schützen. In all den Jahren, in denen sie spielte, hatte sie noch nie verloren, bis zu diesem Moment. Es war kein wirklicher Verlust, es war nur ein Teil ihres Herzens, das sie Artemis schenkte. Warum ausgerechnet er? Er begehrt mich nicht wie die anderen. Ich glaube, ich habe ein neues Spielzeug gefunden, das ich auf ewig behalten will. Schau dir das an, Artemis. Wunderschön. Das ganze Dach ist aus Glas und zeigt die Dächer einer goldenen Stadt. Der Reichtum mag hier glänzen. Der Gestank seiner Fäulnis übertüncht das Ganze. Dessous und knappe Kleidung, soweit das Auge reicht. Ein Traum? Ja, hier sind wir richtig. Für meinen Artikel, mein süßer Leibwächter, werde ich deine Hilfe benötigen. Stell den Gnomenapparat dort vorne auf und schalte ihn ein. Das Gerät ist an. Warum ziehst du dein Kleid aus? Und jetzt komm zu mir und öffne mir den Büstenhalter. Das kannst du gefälligst selbst machen. Oh. Hat dir dein Herr und Meister nicht mitgeteilt, dass du das machen sollst, was ich will? Ich möchte, dass deine männlichen Hände jetzt meinen BH öffnen. Ja, und zwar jetzt. Das war das letzte Mal, dass ich auf dich aufgepasst habe. Ich kenne dein Geheimnis, Alessia. Interessant. Und was genau ist dieses Geheimnis? Güldenstern. Ihr kennt meine Wenigkeit. Das macht einiges einfacher. Ihr seid mir aber auch keine Unbekannten. Was suchen die Silbersterns in meiner Stadt? Alessia zog sich langsam ein Kleid über. Die gierigen Blicke der Begleiter Güldensterns auf ihrer Haut. Eure Stadt? Ich dachte, sie heißt Babylon und nicht Güldenstern City. Ein berechtigter Einwurf. Ich sollte das ändern. Vielleicht können wir das in meinem Schloss diskutieren. Ich würde mich freuen, eine solche Schönheit bewirten zu dürfen. Als Geste meiner Zuneigung könnt ihr jegliche Kleidung, die ihr anprobieren wollt, einfach mitnehmen. Ich schenke sie euch. Abgelehnt. Deine Hände greifen doch wohl nicht zu deinen zahlreichen verborgenen Wurfmeschern unter deiner Kleidung. Artemis, hör auf. Wir legen keinen Wert darauf, uns mit Graf Güldenstern zu streiten. Im Gegenteil, wir respektieren seinen Erfolg als geschätzter Mitbewerber. Ich danke für euer großzügiges Geschenk. Ich werde es dankend annehmen. Aber ich fürchte, wir müssen eure Einladung ablehnen. Mein Vater mag es gar nicht, wenn wir zu spät kommen. Und er erwartet uns bereits diesen Abend zurück. Ich bin sicher, er wird eine Ausnahme machen bei einem so geschätzten Mitbewerber, wie ich es bin. Heißt es, ihr lasst uns nicht ziehen? Nein, nicht ohne ein gutes Gespräch bei einem Tee. Danke. Und etwas... Darauf habe ich gewartet. Die drei Wurfmesser von Artemis flogen so schnell wie die Worte eines Diplomaten. Ihre übermittelte Botschaft war ein Zustand. Tod. Doch Güldenstern parierte mit seiner Klinge alle Geschosse mit Leichtigkeit. Gern geschehen. Wenn ihr mir jetzt folgen möchtet. Dir folgt niemand. Vor allem nicht in den Tod. Ihr werdet mir doch nicht drohen wollen. Wenn euch der Tee nicht behagt, kann ich sicher auch andere Getränke anbieten. Noch biete ich euch, dass ihr die Getränke genießen könnt, ohne dass sie aus verschiedenen Löchern aus eurem Körper sprudeln. Ich lasse es darauf ankommen. Artemis rannte auf seinen Gegner zu, in beiden Händen Klingen. Weitere Klingen sprangen aus den Vorrichtungen, aus seinen Knien und den Stiefeln. Du Hund hast meine Maske beschädigt. Jetzt vergeht dir deine Arroganz. Stirb! Ihr seid voller Überraschungen. Güldenstern ignorierte jede Verteidigung seiner selbst und empfing die Dolchstöße wie Applaus der Menge, um einen einzigen vernichtenden Schlag gegen den Meuchler auszuführen. Die Klinge Güldensterns drang quer durch den Körper von Artemis.
durchbohrte Leber, Blinddarm und Magen. Ein qualvoller Tod war unausweichlich. Das darf nicht passieren. Athene. Geh nur auf die Knie. Und hier für dich, friss meine Stiefel. Athene. Valeschia, ich fürchte, euer Freund wird den Tee nicht mehr genießen können. Haltet euch. Ich bringe dich hier raus. Ich werde dich fertig machen. Flieh! Der Kerl ist kein Mensch. Er ist ein Monster. Artemis. Artemis! Dafür wirst du zahlen, Güldenstern! Werde ich das? Eigentlich müsste ich von euch etwas verlangen. Seht, euer verlauschter Leibwächter beschmutzt meinen Teppich, was die Reinigung wohl kosten wird. Ihr solltet das unterlassen. Ihr macht euch nur die Hände schmutzig. Sein Ableben ist nicht mehr zu verhindern. Alessia nahm sich einen Dolch von Artemis und ritzte sich ihren Unterarm auf und gab Artemis das Blut zu trinken. Es floss in die Kehle des Assassinen, der immer noch bewusstlos war. Seid ihr eine Hexe? Blutmagie wird eurem Freund auch nicht helfen. Hättet ihr jetzt die Güte, mir die Hand zu reichen? Sicher. Nur nicht so, wie ihr das erwartet. Ihre rechte Hand, die zu einer Faust geballt war, schnellte nach oben und schmetterte direkt auf das Gesicht Güldensterns. Für Hohn blieb dem Grafen keine Zeit. Die Gewalt des Aufschlags war mehr, als er erwartete. Seine Arroganz zeigte ihm seinen fatalen Fehler, als er durch die Luft wie ein Ball flog und auf den Boden krachte. Die Häscher Güldensterns stürmten nun alle auf Alessia zu, nicht nur Mordlust in ihren Augen. Meine Maske liegt in Splittern. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Wenn mich jemand sieht, dann... Was ist hier los? Ich habe Kampfeslärm gehört. Graf Güldenstern, euer Gesicht, ihr seht aus wie... Psst. Kommt her. Ihr kennt jetzt mein kleines Geheimnis. Das muss aber unter uns bleiben. Sicher. Ich behalte es für mich. Ich wusste ja nicht... Oh, niemand außer mir weiß das. Und es ist sehr wichtig, dass es auch dabei bleibt. Ich werde das Geheimnis mit ins Grab nehmen. Richtig. Da bin ich mir todsicher. Danke. Ich schätze euren aufopferungsvollen Einsatz. Was ist mit meinen Leibwächtern? Sie liegen alle tot auf dem Boden. Dafür werdet ihr bezahlen, Silbersterns. Wir haben es gleich geschafft. Dort vorne ist das Luftschiff. Warum lebe ich noch? Diese Wunden waren fatal. Ich müsste längst tot sein. Du wirst nicht sterben. Dort vorne ist schon Alfred. Was ist passiert, Lady Alicia? Güldenstern, wir müssen schnell aufbrechen. Nichts lieber als das. Alle anderen sind schon an Bord. Was ist passiert? Artemis sieht ziemlich übel aus. Ach, lebe ich. Ich schaue mir einmal die Wunde an. Leg ihn auf den Esstisch. Sieht nicht gut aus. Da hast du verdammt nochmal recht, das sieht nicht gut aus. Und ich meine nicht die Wunden von Artemis, sondern die halbe Armee, die da draußen vor dem Schiff steht. Sieht fast so aus, als hätte sich die ganze Stadt versammelt. Wir werden beschossen! Ja, das sind Enterhaken. Was habt ihr nur angestellt? Nur seine Gastfreundschaft ausgeschlagen. Ich hasse Männer, die so penetrant sind. Sie stürmen das Schiff! Romeo, du gehst zu Alfred und hilfst ihm, das Schiff zu steuern. Er soll ohne Rücksicht auf Verlust auf Vollschub gehen. Selbst wenn er dabei mit den Verankerungen die ganze Stadt aus dem Boden reißt. In Ordnung. Carlos und Biscuit, geht in den Maschinenraum und erhöht den Treibstoffvorrat. Schippt so viele Kristalle wie möglich in den Kessel und dreht auf volle Kraft. Du auch, Samantha. Ich soll schippen? Nein, du schnappst dir eine Handvoll der blauen und roten Kristalle und bringst sie zu mir. Die roten sind in einem kleinen Behälter. Beeile dich! Wie sind wir entkommen? Ich hab dich getragen, bis du wieder bei Besinnung warst. Und was ist mit den Häschern Güldensterns? Sie erlagen meinem Charme. Güldenstern lebt aber noch. Ach, ja, ein zäher Bursche. Du hast mich mit deinem Blut geheilt, nicht wahr? Werde ich jetzt, was du bist? Nein, das funktioniert nur bei Vampiren. Mein Blut hat heilende Kräfte. Bist du eine Hexe? Nein, Samantha ist eine, ich nicht. Aber ich dachte, du weißt, was ich bin. Ich glaube... Du spuckst Blut, beruhige dich. Da habe ich gelogen.
Dein Hass auf Güldenstern war so inspirierend. Es war so viel Leidenschaft darin. Warum? Artemis, warum hast du diesen Mann so? Er hat mir etwas genommen. Und dafür wird er mehr als mit dem Leben zahlen. Die Augen von Artemis waren so klar wie die Sternennacht. So blau und ungetrübt wie das blaue, seichte Meer. Und in ihnen funkelte mehr Leidenschaft, als Alessia in allen Männern zuvor jemals sah. Ich werde dich retten. Ich werde dir helfen. Ich habe die Kristalle. Endlich. Geh zur Bar und hole das ganze Zubehör, das wir zur Erstellung der Cocktails verwenden. Du zermalst die Kristalle zu rotem und blauem Pulver. Ja. Trink das, Artemis. Es wird dir gut tun. Was bewirkt es? Es wird ihn heilen. Besser und schneller, als es jeder Arzt, jeder Heiltrank oder jede Medizin vermag. Das blaue Getränk ist für dich. Trinke es. Warum? Du wirst ihn jetzt heilen mit deiner Hexenkraft. Hexenkraft? Es ist keine Zeit für Spielereien. Ich weiß, was du bist, Samantha. Bitte hilf ihm. Aber ich weiß nicht, wie. Ich habe noch nie jemanden geheilt. Ich kann dir zeigen, wie es geht. In Ordnung. Ich fühle mich seltsam, als ob du die ganze Zeit ein leeres Gefäß warst und jetzt ist es zum Überschwappen voll. Ja. Das, was du spürst, ist Macht. Jetzt lege deine Hände auf seinen Körper und spüre ihn. Fühle, was nicht richtig mit ihm ist und heile ihn. Du hast die Kraft, Samantha. Was ist das? Mein Körper prickelt überall. Ich... Seine Wunden schließen sich. Es ist genug. Du hast ihn bereits geheilt. Was ist passiert? Habe ich ihn getötet? Nein, er ist nur bewusstlos. Ich war wie in Trance. Du hast nur seine Gefäße beinahe zum Platzen gebracht. Er wird Tage brauchen, bis er sich von dieser Flut an Kraft erholt. Geht es dir gut? Ich fühle mich noch immer berauscht. Es wäre besser, wenn wir darüber berauscht sein könnten, dieser Situation zu entkommen. Da haben wir schlechte Karten, Schwesterherz. Güldenstern hat bereits so viele Stahlseile um uns gespannt, dass es kein Entkommen gibt. Jemand muss die Seile kappen. Wir nutzen die Kanonen und werden jeden einzelnen dieser Bastarde wegblasen. Nein, das werden wir auf keinen Fall tun. Es sind sicher viele Unschuldige dabei. Das ist nicht nötig. Ich werde die Seile kappen. Du beruhigst dich am besten. Du bist immer noch erschöpft. Wenn ich nicht. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Dann solltest du dich beeilen, Artemis. Die ersten Häscher Güldensterns klettern die Seile schon nach oben. Und nicht nur die Häscher. Dieser vermaledeite Güldenstern. Es wird mir eine Freude sein, sie aufzuhalten. Ich werde dich begleiten. Das wirst du nicht. Du bringst dich in Gefahr. Du wirst es nicht wagen, mir nochmals zu widersprechen. Ich gehe mit. Wenn du darauf bestehst. Romeo, wenn ich schreie, gib dir volle Kraft auf die Maschinen. Hast du mich verstanden? Verstanden. Eine Luke führte auf das Dach des Schiffes. Sie waren dort nicht allein. Güldenstern stand auf dem anderen Ende des Schiffs und schritt gemächlich auf sie zu. Seine Klinge in der Hand. Eine neue goldene Maske auf seinem Gesicht. Ich werde ihn jetzt erledigen. Das wirst du nicht. Du kappst die Seile. Ich kümmere mich um ihn. Er verdient den Tod. Ja, aber nicht heute. Sakram hat es verboten. Es wird keine Hand an ihn gelegt. Kappe die Seile, jetzt! Sein Leben gehört aber mir. Dagegen habe ich nicht das Geringste einzuwenden. Wie schön, euch begrüßen zu dürfen. Ich würde euch zu gerne einladen, aber unglücklicherweise müssen wir leider aufbrechen. Wir müssen nur noch eure Seile beseitigen, die ihr so freundlich um das Schiff gesponnen habt. Das Schiff könnte vielleicht sonst vom Wind fortgetrieben werden. Ich sehe, ihr seht die Freundlichkeit meines Handelns. Es betrübt mich, dass ihr meine Einladung so heftig ausgeschlagen habt. Das muss wohl ein harter Schlag in euer Gesicht gewesen sein, Graf Güldenstern. Aber so gerne ich auch geblieben wäre, mein Begleiter fühlte sich in eurer Anwesenheit nicht besonders wohl. Es wäre ratsam, wenn ihr nun unser Schiff verlassen würdet. Nicht, dass ihr aus dieser Höhe noch stürzt. Ich fürchte, das kann ich nicht. Meine Männer werden euch zu meinem Anwesen geleiten. Alessia blickte kurz nach hinten und sah Artemis, der kurzen Prozess mit jedem einzelnen von Güldensterns Häschern machte, der auch nur einen Fuß auf das Schiff setzte. Die meisten schafften nicht einmal das.
und stürzten nach dem Kappen der Seile in die Tiefe. So wie ich das sehe, verlassen eure Männer auch das Schiff. Ihr solltet ihnen es gleich tun. Sakram sucht keinen Streit. Zu spät. Nein, ich denke gerade rechtzeitig. Artemis geht zurück an Bord. Aber... Jetzt! Erstaunlich, euer Hündchen pariert ja richtig. Es reicht. Ich werde dir jetzt Manieren beibringen. Du Narr! Ja! Ja! Alessias Muskeln pulsierten unter der grazilen Figur. Fingernägel sprossen aus der gepflegten Hand, die mit voller Kraft durch das Dach des Schiffes schlug. Das Metall durchbohrte wie Butter. Mit der anderen Hand packte sie Artemis. Romeo, jetzt! Das Schiff hob sich steil nach oben und beschleunigte augenblicklich so immens, dass sie sich Sekunden später bereits über der Wolkendecke befanden. Dort flog das Schiff wieder waagerecht. Güldenstern war nicht mehr zu sehen. Ist er tot? Vermutlich. Oder hat sich alle Knochen bei dem Sturz gebrochen. Lass uns jetzt an Bord gehen. An der Außenseite des Schiffes presste sich mit aller Kraft ein Mann gegen die Turbinen, um wie in einem Schraubstock seinen Halt zu sichern. Ein Mann mit goldener Maske. Güldenstern. Die Reise dauerte nicht lange und das Luftschiff erreichte das Anwesen der Silbersterns noch diesen Abend. Jeder war aus anderen Gründen darüber froh, dass die Reise ein Ende fand. Romeo, dass er seinen geheimen Plan erfolgreich in die Tat umsetzen konnte. Samantha, dass sie das Geheimnis der Gemälde endlich bald lüften würde. Und Biscuit über einen ganzen Haufen von Zucker und Süßwaren, den er von seinem Vater mitgenommen hatte. Alessia war froh, dass Artemis noch lebte, was sie niemals offen zugeben würde. Zugleich nervte sie Carlos, der ihr unterwegs 1000 Liebesschwüre schenkte. Die Plattform seitlich des Silbersternanwesens öffnete sich und gab den unterirdischen Hangar frei, in den sich das Luftschiff senkte. Wie ist es euch ergangen? Fragen Sie nicht, Herr. Güldenstern hat uns einen nicht unbedingt freundlichen Empfang und einen noch deutlich weniger freundlichen Abschied bereitet. Hat er das? Zum Glück seid ihr alle wohlbehalten angekommen. Ich hoffe, du hast alle deine Aufgaben erledigt, Romeo. Ich werde das Schiff und Artemis bald längere Zeit benötigen. Wir werden zu einer Reise aufbrechen und dabei auch gleich Tony zurück nach Hause fliegen. Ich hab alles, Vater. Alles läuft bestens. Ich muss mir doch keine Gedanken machen, dass ihr irgendetwas ausheckt, junger Herr, oder? Nein, ich plane nichts Besonderes. Nur eine Revolution des Silberstern-Imperiums und eine endgültige Niederlage Güldensterns. Das sollten wir heute Abend beim Essen gleich feiern. Ich bin schon gespannt, wie du unseren Konkurrenten das fürchten lässt. Glaube mir, Vater, er wird wie ein kleines Kind weinen. Güldenstern verbarg sich hinter einer der zahlreichen Kisten, die im Hangar herumstanden, und achtete darauf, nicht von den Gnomen entdeckt zu werden, die gerade das Schiff säuberten. Ich werde euch beim nächsten Mal noch weitaus mehr Ehre erweisen. Meine endgültige Niederlage wollt ihr also? Weinen wie ein Kind werde ich. Ich werde vielleicht weinen. Es werden Tränen der Freude sein, wenn ich euch nachts die Kehlen durchschneide. Güldenstern erhaschte einige Bewegungen und sein Gesicht hellte sich auf. Er war nicht der Einzige, der den Flug überlebt hatte. Er bedeutete den Männern, die sich ebenso im Schatten des Hangars versteckten, bedeckt zu bleiben und schlich dann zu ihnen. Sollten wir das überleben, werde ich euer Gewicht in Gold aufwiegen, Männer. Sobald Silberstern mit seinem Leibwächter von dem Anwesen verschwindet, werden wir sie angreifen. So lange müssen wir uns hier verstecken. Wir schlitzen ihnen mit Vergnügen die Kehlen auf. Musik.
Die Erkenntnis, die Samantha im Museum überkommen war, hatte sie gepackt und nicht mehr losgelassen. Sie eilte auf ihr Zimmer, schnappte sich das Buch, in dem sie ihr besonderes Lesezeichen verwahrte. Es wird auch endlich Zeit. Puh, ich glaube, ich wäre beinahe erstickt. Du kannst doch gar nicht ersticken. Du atmest doch gar nicht. Nur weil man es nicht sieht, heißt das nicht, dass ich kein Anrecht auf Luft habe. Ich sage ja auch nicht, dass du kein Gehirn hast, nur weil ich es nicht sehe. Wobei, manchmal denke ich mir wirklich, Menschen haben kein Gehirn. Es war stockdunkel. Da war nichts. Tut mir leid. Vielleicht kann ich mich jetzt dafür revanchieren. Was hältst du davon, auf Wanderschaft zu gehen? Was meinst du? Du kannst doch das Papier verlassen, nicht wahr? Teilweise. Ich kann nur auf magisches Papier übersiedeln. Perfekt. Kannst du mir dann einen Gefallen tun? Warum sollte ich? Du hast mich in ein Buch gesperrt. Ich gebe dir dafür die Möglichkeit, viele Orte zu bereisen. Wirklich? Und was muss ich dafür tun? Du musst dieses Bild hier finden und mir sagen, wo es ist. Und wie soll ich das anstellen? Samantha nahm das magische Papier, ging zu dem Da-Sind-Sie-Gemälde in ihrem Zimmer und drückte das Papier so fest wie möglich auf das Gemälde. Hey, Wahnsinn! Das ist auch mal deutlich besser hier. Nicht so trist und auch noch in Farbe. Dafür bin ich dir ewig dankbar, Mädchen. Dann suche bitte das Gemälde für mich. Wird getan. Es hat geklappt. Er ist bereits schon nicht mehr in diesem Gemälde. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis er das verlorene Gemälde findet. Und jetzt wird es Zeit, mein Versprechen für Romeo einzulösen. Und diesmal kommt mir Alessias Kleidung wirklich sehr gelegen. Güldenstern schlich mit seinen Männern durch die tiefen Tunnel unter dem Anwesen, die in den Stein geschlagen wurden. Sie hatten bereits ausreichend Nahrung ausfindig machen können und ein Versteck, in dem sie unbemerkt warten konnten, bis Silberstern seine Reise anbrechen würde. Warum bringen wir sie nicht einfach alle um? Dann habt ihr keinen Konkurrenten mehr. Sakram, Silberstern ist kein Gegner, den man unterschätzen sollte. Ihr habt also Angst vor ihm? Ah! Angst? Denkt ihr anderen, ich habe Angst? Natürlich nicht, Graf Güldenstern. Ein Vorteil hat der Tod eures Kameraden. Ihr könnt sein Gold unter euch aufteilen. Schafft aber vorher die Leiche weg. Die Gnome dürfen sie nicht finden. Romeo. Romeo. Sam, bist du es? Ja. Moment, ich mach die Tür gleich mit den Dietrichen auf. Alfred hat den Akt geschlossen. Er denkt wirklich, dass wir ihn nicht aufhalten. Was zur Hölle ist das? Oben an der Tür ist eine Glocke angebracht. Alfred ist mit allen Wassern gewaschen. Wir können froh sein, dass er damals nicht im Kloster war, sonst wären wir vermutlich vor Langeweile gestorben. Komm, schnell ins Zimmer. Er wird bestimmt jeden Moment hier auftauchen. Kann er doch. Er wird eine verschlossene Tür vorfinden. Und ich werde sagen, er soll mich endlich schlafen lassen. Auf jeden Fall kommt er nicht ins Zimmer. Komm, wir setzen uns auf die Couch. Ich habe Fantastisches vor. Das muss ich dir unbedingt erzählen. Ich bin eigentlich nicht hier, um zu reden. Was ist nur los mit dir, Sam? Warum hast du nur einen Bademantel an? Oh, jetzt verstehe ich. Ich liebe dich. Ich bin bereit. Endlich. Ich hab dich schon so lange begehrt. Niemand kann uns noch stören. Niemand? Alfred! Ein Niemand Was zur Hölle? Befindet sich nicht in unserem Dienste, Junge. Das darf nicht wahr sein! In der Tat, das darf nicht wahr sein. Schon wieder treiben Sie hier unzüchtige Dinge, die ich nicht zulassen kann. Nein, Alfred, es ist nicht so, wie ihr denkt. Ich war es. Ich bin zu Romeos Zimmer geschlichen. In diesem Fall muss ich wohl jetzt beide Türen abschließen. Apropos abgeschlossene Türen. Wie sind Sie in das Zimmer gekommen? Der Speiseaufzug. Luxus hat seinen Preis. Könnt ihr jetzt bitte verschwinden, Alfred? Sicher. Sobald die junge Dame in ihrem Zimmer ist. Sicher vor euch und vor sich selbst. Wir lieben uns aber. Damit habe ich kein Problem. Auch nicht mit körperlicher Liebe, sobald Sie verheiratet sind, junger Herr. Aber... Ich werde vor eurem Zimmer warten, Lady Samantha.
In 5 Minuten werden Sie vor Ort sein, oder? Ich habe verstanden. Alfred, 15 Minuten. 10 Minuten. Und in Zukunft seid ihr pflegeleichter, junger Herr. Und ihr behaltet eure Hose an. Versprochen. Ihr stellt meine Leidenschaft auf eine sehr harte Probe. Sobald Alfred aus dem Zimmer verschwunden war, rauschte die Zeit so schnell vorbei wie ein Wasserfall. Und die beiden Liebenden verabschiedeten sich zärtlich von ihrem Spiel, das in ihrer Leidenschaft nur Sekunden dauerte und Alfreds Geduld hart auf die Probe stellte. In den nächsten Tagen arbeiteten alle an Romeos Zeitschrift. Samantha wartete ungeduldig Tag für Tag, ob sich das magische Tintenwesen meldete. Aber es zeigte sich nicht. Alle waren in Romeos Zimmer versammelt, um über ihren Fortschritt zu sprechen. Wie lange brauchst du noch für das Fertigstellen des Artikels, Sam? Ich möchte das Mysterium der Dassinsi-Bilder noch weiter erforschen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange. Dann kann ich den Artikel abschließen. Schreibe doch einfach über die Mägde des Anwesens. Dann hast du genügend Mysterien. Oder über die wenigen Nahrungsmittelvorräte der Diener. Die habe ich verzweifelt gesucht. Was ist mit den Mägden? Nichts. Nichts? Du nennst die schweigenden, nicht anwesenden Diener nichts? Was meinst du mit nicht anwesend? Ganz einfach. Als Romeo und ich die Damen nachts besuchen wollten, waren sie nicht da. Niemand war im Haus. Alle Mägde waren verschwunden. Das erklärt, warum ich auch kein Essen gefunden habe. Wer nicht da ist, braucht auch nichts zu essen. Ihr habt eine rege Fantasie. Ihr unterschätzt Alfred. Vermutlich hat er die Mägde und das Essen in Sicherheit gebracht, da er euch besser kennt als ihr selbst. So gesehen klingt das sehr plausibel. So gesehen klingt das faul. Wie vieles, was Silberstern umgibt. Hey, schaut euch das an. In dem Gemälde dort vorne. Was ist das? Da wird jemand durch das Bild gejagt. Ich komm gleich wieder. Ich muss mal schnell für kleine Mädchen. Da macht sich jemand scheinbar gleich in die Hosen. Samantha rannte wie wild durch die Gänge, sah den eilenden magischen Gefährten immer nur kurz in das nächste Bild eintauchen. Sie ahnte, wohin er wollte. Zu ihrem Zimmer nämlich. Dort, wo er wieder auf sein kleines magisches Papier flüchten konnte. Hier, spring auf das magische Papier. Das Papier vom Gemälde weg. Vielleicht können die anderen auch überspringen. Oh, endlich. In Sicherheit. Puh. Sie suchen nach dir. Da können sie lange suchen. Los, pack aus. Hast du das letzte Gemälde gefunden? Ja, das habe ich. Dann erzähl mir alles, was du weißt. Erstens, diese Bildgestalten mögen keinen Besuch. Sie wollten mich lynchen. Zweitens, ich werde nie wieder diese Bilder besuchen. Drittens, das Gemälde findet sich in einem Mausoleum. Zumindest habe ich die ganze Zeit auf einen riesigen Steinsack geblickt. Besonders wertvoll scheint er aber nicht zu sein. Der Eingang war offen und ich konnte ein Moor erkennen. Und noch etwas. Ich habe Pferde wiehern gehört. Nur möchte ich diesen Gäulern nicht begegnen. Der Klang hätte mir Gänsehaut erzeugt, wenn ich welche hätte. Vermutlich hat er das Werk mit in sein Grab. Ich weiß, wo sich das Mausoleum befindet. Im Nachtmoor. Wir werden jetzt das Nachtmoor aufsuchen. Das Nachtmoor? Was ist daran so schlimm? Keine Ahnung. Das Nachtmoor ist voller Gefahren. Moskitos, Schlangen und Moorgeier? Ja, auch. Aber vor allem hast du brennende Nachtmare vergessen. Brennende Pferde? Im Ernst? Also, jetzt möchte ich auf jeden Fall in das Nachtmoor. Auch wenn ich gerne wissen würde, warum wir dahin sollen. Eine gute Frage. Vater würde das niemals erlauben. Es ist viel zu gefährlich. Wir könnten unser Leben verlieren. Meine Reportage geht über Dassinsi. Ja, und? Und ich denke, ich weiß, wo seine letzte Ruhestätte ist. Wir sollten schnell aufbrechen. Noch ist es früher Morgen. Erst zur Dämmerung zeigt das Nachtmoor wirklich seine gefährliche Seite. Hast du nicht gerade gesagt, es ist viel zu gefährlich und Vater würde es nie erlauben? Da wusste ich noch nicht, dass wir der Sinsis Ruhestätte aufsuchen würden. Sagram ist sowieso zu sehr mit seinen Reisevorbereitungen beschäftigt. Jeder sollte sich für diesen Ausflug passend kleiden und ausrüsten. Wir treffen uns in einer Stunde an der Hängebrücke. Und ich kümmere mich um Alfred, dass er uns nicht in die Quere kommt.
Alle warteten an der großen Hängebrücke, die vom Felsplateau des Silberstern-Anwesens führte, bereits aufgesattelt auf ihren Pferden. Die Stimmung bei Carlos und Biscuit war sehr heiter, während Romeo und Samantha sich mit besorgten Blicken betrachteten. Bist du dir sicher, dass wir das tun sollten, Sam? Ja. Wir kehren rechtzeitig um, bevor es dunkel wird. Die Gefährten passierten den Gebüschschutzwall und gelangten direkt in das Moor. Es bot in diesem Moment beinahe einen idyllischen Anblick, wäre der Himmel nicht so düster und von Dutzenden Ölgeiern bevölkert gewesen, die ihr Jagdgebiet patrouillierten. Samantha führte die Gruppe und ihrem Gedächtnis war es zu verdanken, dass sie auf sicherem Pfad durch das Moor reisten und sich immer mehr der Stelle näherten, an der Samantha das Mausoleum vermutete. Woher weißt du eigentlich von dem Aufenthaltsort? Vater hat danach sein ganzes Leben gesucht. Das bleibt mein Geheimnis. Erkennt ihr am Horizont die Silhouette? Ja, es könnte sich um einen Hügel oder einen kleinen Berg handeln. Nein, das ist es nicht. Es ist ein Mausoleum, ich kenne es. Es ist leer, wie dieses trostlose Moor. Wenn du dort Dazinsis Ruhestätte erwartest, findest du nur ein leeres Grab. Ganz zu schweigen von einem Hinweis auf das letzte Gemälde, das Sagram so verzweifelt sucht. Dann hatten wir wenigstens einen schönen Ausflug. Schön? Du findest diese Umgebung schön? Überall, wo du bist, meine Blume, ist es schön. Guter Einwand. Hat einer von euch schon verdächtige Gestalten ausmachen können? Was meinst du? In diesem Moor wird doch niemand leben. Doch. Sehen aus wie Menschen, nur sind es keine. Oh, hoffentlich wohnen sie nicht in dem Mausoleum. Es ist nur ein einfaches Steingebäude, das von einigen Säulen getragen wird. Du irrst dich. Du hast recht. Umso näher man kommt, umso genauer erkennt man, dass die Säulen und Wände mit Reliefen verziert sind. Warte, geh nicht ohne mich. Es ist niemand hier. Alessia hatte recht. Der Raum ist leer. Nur ein Steinsarg steht mitten im Raum. Und der ist leer. Habe ich es nicht gesagt? Hier gibt es nichts als Staub und Dreck. Wir sollten die Hoffnung noch nicht aufgeben. Suchen wir nach einem doppelten Boden oder ähnlichem. Das kannst du dir sparen. Hier ist nichts. Vater hat hier alles durchsuchen lassen. Könnt ihr mich bitte einen Moment hier allein lassen? Danach gehen wir wieder. Ich möchte noch einmal in aller Ruhe nachdenken. Sicher. Und nimm es nicht so schwer. Sobald alle das Gebäude verlassen hatten und zu den Pferden gegangen waren, die Samantha absichtlich außerhalb der Sichtweite des Eingangs angebunden hatte, stieg sie hastig auf den Sargdeckel. Ihre Hände reichten bis an die Decke. Dann glitt ihre Hand über die Decke, die ebenso voll verziert war. Dort ist es! Kein Wunder, dass das magische Papier auf einen Steinsarg blickte. Das Hinzi hat das Gemälde an der Decke angebracht. Es sieht aus wie ein verzierter Stein. Samantha suchte nach dem Rand und zog das Werk vorsichtig von der Wand. Dann rollte sie es schnell zusammen und verbarg es unter ihrer Kleidung. Sam, komm schnell raus, wir haben ein Problem! Die Pferde sind ausgebüxt. Dann fangt sie wieder ein. Das ist nicht das einzige Problem. Was ist denn da draußen los? Das Grabmal ist von Nachtmaren umstellt. Wir sollten fliehen. Unmöglich. Die Gestalten stehen nur 5 Meter auseinander. Wir sind wie in einem Spinnennetz gefangen. Kann man mit denen verhandeln? Nein, das wird nicht funktionieren. Also bleibt doch nur die Flucht. Carlos! Wie willst du das anstellen ohne Pferde? Ich könnte versuchen, sie mit Magie zu vertreiben. Nein, ich werde mit ihnen reden. Ich grüße die Königin der Nachtmare. Spotte nicht, Silberstern. Sie haben sie getötet. Das weißt du. Ich konnte sie noch nie leiden, weißt du? Du wirst uns ohne zu behindern ziehen lassen. Sicher? Ich lasse euch Silbersterns ziehen, so wie es seit jeher beschlossene Sache ist. Aber die anderen gehören uns.
Sie sind unser Tribut! Ich sammle dir gern ein paar Käfer, die du mit deinen Albträumen plagen kannst. Aber wir gehen alle. Oder keiner. Wenn ihr es wagt, den Pakt erneut zu brechen, werden wir euch dafür zahlen lassen. Viel Spaß dabei. Ihr seid hier eingeschlossen und die einzige Chance, jemals freizukommen, ist nach unserer Pfeife zu tanzen. Das werden wir nicht tun. Ihr habt keine Chance gegen uns am Tag. Nicht gegen mich und noch viel weniger gegen sie. Ihr habt sie erkannt, nicht wahr? Seid ihr wirklich so dumm und wollt eure Auslöschung riskieren? Ich hielt euch für klüger. Wir werden euch nicht mehr belästigen, nachdem ihr uns ziehen lasst. Dann werden wir eben ausgelöscht. Ach, ihr werdet diesen Fehler bereuen. Wie ist das Gespräch gelaufen? Hast du etwas ausrichten können? Nein, wir müssen uns durchkämpfen. Durchkämpfen? Wie stellst du dir das vor? Ich bin immer wieder für eine Überraschung gut, Bruderherz. Samantha und ich werden sie alleine bezwingen. Haben dir die Sumpfgase den Verstand vernebelt? Nein. Ihr werdet euch alle ins Grabmal begeben. Dort werdet ihr die Augen schließen und abwarten. Es ist lebensgefährlich, wenn ihr nicht das tut, was ich sage. Ich werde Samantha nicht allein lassen. Ihr wird nichts passieren. Und wenn doch, ist es egal, dann lebt keiner von uns mehr. Erinnerst du dich noch daran, was Samantha bei eurer Ankunft mit den Nachtmahren angestellt hat? Ja. Das Gleiche werden wir wieder bewerkstelligen. Nur hat sie diesmal deutlich mehr Kraft. Schau her, Bruderherzchen. Was ist das für eine Fiole? Sie wird meine Kraft vervielfältigen. Aber was, wenn es nicht klappt? Dann muss uns etwas anderes einfallen. Ich hasse es, nichts tun zu können. Ich auch. Es ist doch keine Schande, sich vom stärkeren Geschlecht retten zu lassen. Ach. Du musst wirklich eine miese Laune haben, Carlos, wenn du dir das so kommentarlos gefallen lässt. Kopf hoch, wir schaffen das. Verschwindet jetzt in das Grabmal und schließt eure Augen. Ja, ja. Pass auf dich auf. Ich bin sofort bei dir, wenn du nach mir rufst. Ich weiß. Warum müssen sie eigentlich die Augen schließen, Alicia? Ich habe meine Gründe. Kannst du dich noch an die Schutzrunen erinnern? Ja. Mit Hilfe meines fotografischen Gedächtnisses kein Problem. Sehr gut. Dann fange an, die Runen in den Boden zu zeichnen um das Grabmal herum. Hier hast du meinen Dolch. Was hilft uns ein Schutzkreis? Ich dachte, wir wollen fliehen. Ganz einfach. Du wirst das Schutzfeld so stark mit deiner magischen Kraft dank dem Trank speisen, dass es viele von ihnen das Leben kosten wird, wenn die Barriere sie hinfortschleudert. Es gibt ein Sprichwort. Töte einen, um Hunderte zu warnen. Danach werden sie uns ziehen lassen. Und wenn nicht? Das steht nicht zur Option. Lass dich von nichts beirren. Was sollte mich beirren? Die sich nähernde Nachtmahre! Beeil dich! Plötzlich geschah alles Schlag auf Schlag. Ein Dutzend der zerlumpten Gestalten sprintete auf die beiden zu. Die Nachtmahre waren nicht dumm. Sie erkannten, was Alicia plante. Sie wussten um die Kräfte Samanthas, die sie bereits erleben durften. Die Meute fiel über Alicia her. Kommt nur! Mit euch werde ich spielend fertig. Das werden wir sehen. Denkt ihr, mich mit euren Netzen einfangen zu können? Dass ich nicht lache. Unglaublich. Sie hält den Nachtmahren stand. Alicia fiel auf allen Vieren auf den Boden und war flink wie ein Wiesel, anmutig wie eine Raubkatze. Es mutete eher wie ein Tanz an. So graziös und schnell waren ihre Bewegungen. In vollendeter Akrobatik nutzte sie Füße und Hände, um die Gegner abzuwehren. Gar mit unmenschlicher Kraft von sich zu schleudern. Ist das der Grund, warum die anderen die Augen schließen sollten, um sie nicht in diesem Zustand zu sehen? Beeile dich! Ich kann sie nicht mehr fernhalten! Alicia, sie greifen mich an! Sie zerstören den Kreis! Wir haben keine Chance. Richtig! Für eure Arroganz werdet ihr zahlen! Begib dich schnell in das Gebäude und ziehe keinen Schutzkreis, sondern eine Schutzlinie mit denselben Runen. Das hält die Kreaturen vom Eintreten ab. Ich kann sie auch. Aber du kannst dann das Gebäude auch nicht mehr betreten. Lass das meine Sorge sein. Geh endlich! Es ist alles vorbereitet. Dann aktiviere das verdammte Ding! Aber... Nichts aber! Samantha sammelte sich und nutzte ihre Hexenkräfte. Die Runen leuchteten auf. Oh, die Runen sind aktiviert. Gut gemacht. Und ich verschwinde jetzt. Unglaublich. Sie klettert wie eine Eidechse auf das Dach des Mausoleums. Krieche dich nur auf dem Dach. Wir werden dich, sobald die Nacht anbricht,
von deinem hohen Thron stoßen! Ich gebe euch noch eine Chance. Haltet euch an den Pakt, den die Silbersterns einst mit uns schlossen. Gebt uns eure Begleiter und die Kinder Silbersterns dürfen ziehen. Frage mich heute Nacht noch einmal, wenn du dich in deiner wahren Gestalt zeigst. Meine Antwort wird zwar die gleiche sein, es wird mir aber mehr Spaß machen, dir dann in deinen deutlich größeren Arsch zu treten. Alessia, ich liebe dich jetzt noch mehr, als ich es vorher tat. Ich hoffe, dir vergeht das Lachen nicht. Wir müssen immer noch einen Weg hier rausfinden. Solange die Nachtmare hier nicht eintreten können, sind wir sicher, nicht wahr? Zumindest solange wir uns Hunger und Durst nicht umbringen. Alessia lief auf und ab auf dem Dach. Sie suchte nach einer Lösung, die nicht darin resultierte, Sakram Silberstern auf den Plan zu rufen. Er würde ihr das Leben zur Hölle machen, wüsste er, dass sie gegen seinen Willen gehandelt hatte. Ich hab's. Die Nachtmare wollten mich mit einem Netz einfangen. Aber wie bekomme ich es hin, dass die anderen nichts bemerken? Das Nachtmoor. Es bietet alles, was ich brauche. Haltet sie, sie versucht und liest sie. Wir werden sie nicht einfangen können. Selbst wenn sie zur Silberstern hechelt, wird das zu spät kommen. In der Nacht werden wir das Mausoleum mit unseren erwachten Kräften zerstören und unsere Opfer einfordern. Habt ihr das gehört? Alessia ist geflohen. Vielleicht holt sie Hilfe? Hoffen wir es. Oder vielleicht haut sie einfach nur ab oder kommt zu spät. Ihr habt die Nacht mal gehört. Am Abend sind wir tot. Das muss nicht sein. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin eine Hexe. Vielleicht kann ich euch mit meinen Kräften retten. Dann spar sie dir für heute Abend, Liebes. Wir hoffen auf Alessia. Sie wird wissen, was sie tut. Und wenn nicht, dann werde ich mich opfern, damit ihr freies Geleit bekommt. Romeo, du kannst nicht... Aber ich werde, wenn wir keine andere Wahl haben. Das Schweigen wurde eine endlose Zeit später durch ein Krachen auf dem Dach unterbrochen. Es war bereits später Nachmittag. Es würde nicht mehr lange dauern, bis die Nachtmare in ihrer wahren Gestalt erwachten. Was war das? Vermutlich ein Geier, der uns jetzt noch das Dach vom Kopf wegpickt. Ohne Zweifel versucht jemand, durch das Dach durchzubrechen. Los, bereitet euch auf einen Kampf vor. Egal, wer es ist, er hat das Dach bald durchschlagen. Warum so betrübt? Alessia! Mein Name in diesem Klang ist wie Musik in meinen Ohren. Hier, breitet die auf den Boden aus. Was sollen wir mit den Netzen anfangen? Auf dem Boden ausbreiten, hast du sie nicht verstanden? Warum leistest du uns hier unten keine Gesellschaft, meine verehrte Dame? Ich habe hier oben noch etwas vorzubereiten. Dann werde ich dich gleich besuchen, mein holder Ritter. Ich traue meinen Ohren nicht. Die Zeit verstrich und die Dunkelheit näherte sich immer bedrohlicher, desto tiefer die Sonne hinter den Horizont wanderte. Bald ist es soweit. Es wird endlich Zeit, dass ihr eine Lektion erhaltet. Alessia, es wird allmählich Zeit für deinen Plan. Wir sehen kaum noch die Finger vor unseren Augen, so dunkel ist es bereits schon. Keine Bange, ich bin schon bei euch. Aufpassen, ich springe runter. Und genau in meine Arme. Danke, mein Held. Könntest du mit der Flirterei aufhören? Es ist ernst. Wir müssen hier weg. Wie ist dein Plan? Hier, ess diese Paste. Was ist das? Das riecht ja abscheulich. Du sollst es auch nicht riechen, sondern essen. Runter damit, wenn es Lady Alessia befiehlt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das Zeug riecht nicht nur eklig, es schmeckt auch noch so. Los, Samantha. Du bist die Einzige, die es noch nicht heruntergeschluckt hat. Und du? Ich? Ich brauch das nicht. Ich erkenne den Geruch. Das ist ein Betäubungsmittel. Was hast du vor, Alessia? Warum musst du nur so intelligent sein? Mach es uns einfach und iss das Mittel. Los. Ich verliere mein Bewusstsein. Iss jetzt die Paste. Nein, wir haben keine Zeit, uns zu streiten. Du lässt mir keine andere Wahl. Endlich! Jetzt werdet ihr unseren Zorn. Ich schlage ungern Frauen. Es tut mir leid, Samantha, du hast mir keine andere Wahl gelassen. Plötzlich loderten überall Flammen und galoppierende wilde Pferde mit brennenden Mähnen durchstreiften die Umgebung. Die Kreaturen preschten an das Gebäude, erhoben ihre Hufe und schlugen Stein für Stein aus dem Mausoleum, bis auf mehreren Seiten die Mauern nachgab. Der Zorn der Bestien kannte keine Gnade und war groß. Nur ihre Enttäuschung war gar größer, als sie niemanden in dem Grabmal vorfanden. Es war leer.
Güldenstern befahl mit einem Handzeichen seinen Häschern, still zu sein. Ihr Versteck am Rand des Felsens unter der Brücke bot einen schnellen Rückzugsplatz und erlaubte es ihnen, sich vor fremden Blicken zu verstecken. Es war bereits dunkel. Dennoch erkannte Güldenstern, dass sich etwas aus der Luft herabsenkte, direkt auf einem kleineren Plateau über ihnen. Ihr bleibt hier. Ich schaue mir das genauer an. Das sind die jungen Silbersterns. Interessant. Die meisten von ihnen scheinen betäubt zu sein. Steht auf. Los, kommt schon. Was ist los? Ganzer Kopf dreht sich. Die Nachtmache. Keine Sorge. Wir haben es überlebt. Wir sind bereits im Anwesen. Sehr gut. Dann kann ich ja weiter schlafen. Nichts da. Ihr steht jetzt alle auf. Wir müssen uns bei Alfred melden. Es ist schon spät. Ich möchte Ärger vermeiden. Das wird das Beste sein. Aber wie sind wir zurückgekommen? Ein magischer Trick. Dazu musste ich euch mit einem Kraut betäuben. Meine Liebe, wir verdanken dir unser Leben. Du wirst für immer einen Platz in meinem Herzen. Und vor allem in meinem Bett. Ich möchte vor allem eins und zwar in mein Bett. Und ich möchte nie wieder in das Nachtmoor. Das sollten wir auch tun, nichts unterlassen. Die Nachtmare haben einen solchen Groll gegen uns, dass keiner von uns das überleben würde. Interessant. Das will ich mir zu Nutzen machen. Ich habe genug gehört. Graf Güldenstern, seid ihr es? Ja, du Idiot. Fragst du jeden nach seinem Namen, der sich anschleicht? Wir werden jetzt gleich zum Nachtmoor aufbrechen. Und was ist mit eurer Rache, Graf Güldenstern? Sie wird grausamer ausfallen als gedacht. Kennt ihr die Legende um das Anwesen Silbersterns? Nein. Nein. Ganz einfach. Es heißt, dass eine Armee von Nachtmaren das Anwesen beschützt. Das sind aber grausame Monster. Ja. Und wir werden sie befreien. Samantha schälte die Müdigkeit ab wie eine zweite Haut. Das Riechsalz und einige Kräuter halfen ihr dabei, schnell und klar wieder zu Sinnen zu kommen. Und die innere Kraft, die in ihr schlummerte, tat ihr Übriges. Sie fühlte sich voller Energie. Diese würde sie brauchen. Es gab einiges zu tun. Sie holte das letzte Gemälde hervor und versteckte es. Sehr gut. Wie heißt es? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Zwischen den Büchern ist es gut versteckt. Was machst du da? Nichts. Nur, sag mal, was war das eigentlich für ein magischer Trick? Ich wusste gar nicht, dass du Magie beherrschst. Jeder hat seine Geheimnisse, Samantha-Lein. Nicht nur du, sondern auch ich. Wie hast du uns wirklich befreit? Spielt das eine Rolle? Ihr seid in Sicherheit. Das ist alles, was zählt. Ich mag es nicht, im Unklaren gelassen zu werden. Ich habe dich kämpfen sehen, Alessia. Du hast dich verändert. Du warst schneller, als es ein Mensch sein könnte. Was bist du? Was ich bin? Eine gute Freundin. Dann finde ich es eben mit meinen Hexenfähigkeiten heraus. Lass das. Das ist zu gefährlich. Hör auf. Doch es war zu spät. Samanthas Augen stierten bereits in die Seele, in die Essenz Alessias, um ihr Geheimnis zu lüften. Ihre Haare wehten wie durch einen starken Wind nach oben. Ein Wirbel magischer Kraft manifestierte sich im Zimmer und dann erblickte sie das Wesen Alessias. Jeder einzelne Muskel in ihrem Körper zuckte vor Freude und Lust. Ihre Sinne explodierten in Ekstase. Ihre Beine zitterten und sie stöhnte vor Wollust, bevor ihre Beine nachgaben. Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Es geht schon wieder. Mache das nie wieder. Und wage es nicht, das jemals bei Sakram zu probieren. Es wäre fatal für dich. Oh, hast du mich verstanden? Du tust mir weh. Tut mir leid, Kleines, das wollte ich nicht. Wir warten alle auf dich im Speisesaal. Es gibt etwas Besonderes zu feiern. Vater hat beste Laune. Ich war eigentlich hier, um dich zu holen. Du solltest aber die Unterwäsche wechseln. Oh. Im Speisesaal erwarteten Samantha alle bereits. Die Müdigkeit war wie verflogen. Es schwebte kindliche Aufregung im Raum.
Der ganze Tisch war massiv mit Speisen und Leckereien bedeckt. Auf der linken Seite des Raumes war eine verhüllte Leinwand. Du bist mir vielleicht eine, und so an der Nase herumzuführen. Was? Die Familie der Silbersterns ist euch dankbar. Eure Tat wollen wir heute gebührend feiern. Auch wenn ihr ohne mein Zutun das Nachtmoor aufgesucht habt. Er weiß es. Er weiß, dass ich das Gemälde gefunden habe. Das habe ich doch gern gemacht, Graf Silberstern. Mädchen, lass doch diese Förmlichkeit. Nennt mich Sakran. Ich habe euch so viel zu verdanken. Mehr, als ihr auch nur ahnen könnt. Um diesen Moment gebührend zu feiern, habe ich in eure Gläser das seltenste und wertvollste Getränk gefüllt, das ein Mensch trinken kann. Ambrosia, das Getränk der Götter. Samantha betrachtete das Glas. Eine zähflüssige Masse, die geschmolzenem Silber ähnelte, die ständig in Bewegung war und gegen das Glas schwappte, einem lebenden Organismus ähnelnd. Der versuchte, seinem Gefängnis zu entrinnen. Ich bin schon gespannt, was Vater unter dem Laken hat. Es soll eine Überraschung sein. Vielleicht das Gemälde, das du gefunden hast. Nein. Stoßt auf diesen erfolgreichen Tag an. Auf den Tag, an dem Samantha eine wahre Silberstern wurde. Stoßt auf den Tag an, an dem eine Silberstern das letzte Werk der Sinsis fand. Das Gemälde, das der Graf offenbarte, porträtierte die Familie Silberstern. Silberstern thronte auf einem Stuhl, zu beiden Seiten je eine Frau, Alessia und Samantha. Vor Sakram kniete Romeo, die Hände des Vaters auf seiner Schulter. Ich kenne dieses Bild. Es hat frappierende Ähnlichkeit mit der Sinsis Werk auf dem Dachboden. Was hat das zu bedeuten? Auf Samantha! Auf Samantha! Auf Samantha. Mehr. Ich will mehr. Das ist das Beste, was ich jemals getrunken habe. Du wirst nichts Vergleichbares sehen. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Es ist, als ob ich... Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Bring die Dame auf ihr Zimmer, Herr. Ihr geht es nicht. Natürlich, Frau Silberstern. Lady Samantha, ich stütze euch. Güldenstern schritt furchtlos mit seinen Häschern immer tiefer in das Moor. Die muskelbepackten Mitstreiter kauerten ängstlich und unsicher beieinander. In ihrer Funktion als Leibwächter gaben sie ein erbärmliches Bild ab. Überall brannten kleine Feuer über der Ebene, die durch den hohen Ölanteil ausreichend Brennstoff hatten, um weitere Jahre diesen Sumpf nachts zu erleuchten. Graf Güldenstern, seht dort vorne. Die Flammen bewegen sich. Nicht nur dort, sondern überall um uns herum. Sehr gut, dann hat man uns bereits entdeckt. Dort, ein brennendes Pferd rennt auf uns zu. Duckt euch, es wird euch erschlagen. Nein. Interessant, man trifft selten jemanden ohne Furcht. Es wird mir eine Freude sein, deine Träume zu korrumpieren. Ich habe einen besseren Vorschlag. Korrumpiert doch lieber die Träume der Silbersterns. Wird euch das nicht mehr Genugtuung bringen? Woher wisst ihr von unserem Groll? Ich bin ein Mann voller Geheimnisse. Helft ihr mir, helfe ich euch. Denn wir haben das gleiche Ziel. Und was ist das? Ich möchte Silberstern eine Lektion erteilen. Eine, die er niemals vergessen wird. Und wie wollt ihr das anstellen? Wir sind gefangen in dieser Nachtmoor. Nicht, wenn ich euch befreie. Ich muss nur das Siegel brechen. Und die Lösung des Geheimnisses sollte sich bestimmt im Anwesen Silbersterns finden. Er hat gigantische Büchereien, die das Geheimnis dieser Welt verbergen. Wir werden das Leben eurer Männer als Pfand nehmen. Für den Fall, dass ihr euer Wort brecht. Wir werden sie opfern, wenn ihr nicht bald zurückkehrt. Opfert sie von mir aus jetzt. Nein! Taugen als Leibwächter nichts und hindern mich nur, ungesehen und unbemerkt auf Silbersterns Anwesen zu gelangen. Im Gegenteil, solltet ihr mich betrügen, wird euch die Gefangenschaft in eurem Moor wie das Paradies vorkommen. Ihr seid ein Mann meines Geschmacks. Eine Schande, dass ihr kein Nachbar seid. Selbst die meisten von uns sind nicht so ruchlos wie ihr. Nennt mir euren Namen, auf dass er in Zukunft als Schreckgespenst die Träume der anderen heimsuchen wird. Güldenstern.
Damit drehte sich der Mann mit der goldenen Maske um und ignorierte die Schreie seiner Untergebenen, die qualvollen Nicht einmal anständig sterben könnt ihr. Samantha wachte durch lautes Feiern auf. Es war tiefe Nacht und der Mond erhellte ihr Zimmer großzügig. Sie stieg aus ihrem Bett und eilte auf den Flur, um den lauten Geräuschen zu folgen. Seltsam, das ist doch das Gemälde von der Cincis Speicher, das hier hängt. Das kann unmöglich sein. Vermutlich träume ich wieder. Wenn das ein Traum ist, dann übernehme ich jetzt Kontrolle. Zum Beispiel, indem ich jetzt einfach die Treppen hinunterschwebe. Oh, Volltreffer! Es ist ein Traum. Vielleicht sogar eine Vision. Eigentlich egal, solange ich die Kontrolle habe. Diese Stimme aus dem Speiseraum kommt mir bekannt vor. Wer ist das? Vielleicht kann ich einen Blick erhaschen. Das ist Catherine, die Königin der Nachtmacher. Schau mal, wer da in der Tür ist. Samantha, komm, setz dich zu uns. Wir haben dich erwartet. Das kann nicht sein. Wie wir dich erwartet haben. Denk dran, es ist nur ein Traum. Er sieht aus wie Romeo. Er kann es aber unmöglich sein. Das spüre ich. Mein Haar fühlt sich so sanft an. Nimm die Hand weg. Ich werde dich doch noch streicheln dürfen. Du bist... Bin ich nicht. Ich gehöre nur Romeo. Silberstern stand auf und schritt über die Leichen, die sich am Boden übereinander stapelten. Samantha vergaß in ihrer Panik, dass sie sich in einem Traum befand. Die Leichen waren vorher nicht da. Doch, sie waren immer schon da. Unsere Dynastie basiert auf einem Berg von Leichen. Das solltest du wissen, meine kleine Hexe. Aber alle diese erbarmungslosen Kreaturen sind nichts wert. Nur du bist das wahre Juwel, Samantha. Weicht von mir, Graf Silberstern, oder ich werde euch... Es ist bald zu weit. Die Gestalt Romeos hetzte hinter ihr her. Samantha eilte die Treppen hinauf, erkannte kurz im Augenwinkel, dass sich das Porträt an der Wand geändert hatte. Es zeigte nun wieder das Gesicht Silberstern. Samantha stürzte das Treppengeländer hinunter. Das Letzte, was sie sah, war das Gemälde an der Wand. Betrachtete man es mit umgedrehtem Kopf, zeigte es nicht Silberstern. Es zeigte den Tod. Das ist also Tassinsis Warnung. Zu spät. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Ich muss nachdenken. Wenn Catherine wirklich eine Verbündete Silbersterns ist, muss ich den Graf informieren. Das ist der Beweis, den wir gesucht haben, um den Grafen für die Zustände in Falkenfels verantwortlich zu machen. Jetzt, mein kleiner Bote. Und jetzt brauche ich dringend einen Spaziergang und frische Luft. Das darf nicht wahr sein. Alfred! Und ich bin zu schlapp, um durch die Tür zu gleiten. Aber es geht auch anders. Schließlich habe ich noch andere Fähigkeiten. Im schlimmsten Fall lande ich in einem Gebüsch. Mutig kletterte sie aus dem Fenster und sprang in das Gebüsch.
Sanft schwebte sie nur durch die pure Kraft ihres Willens zu Boden. Ich kann meine Hexenfähigkeiten immer mehr leiden. Und jetzt wird es Zeit, ein weiteres Mysterium zu prüfen. Samantha schlenderte zu den Gemächern der Mägde. Dabei merkte sie nicht, dass direkt unter ihrem Fenster eine Gestalt im Busch lauerte. Ja, sie trug eine goldene Maske. Sieh an, das Glück ist mir hold. Wer hätte das gedacht? Ich hätte unmöglich in das Anwesen eindringen können. Und dort erwartet mich nun ein offenes Fenster. Es dauerte nicht lange, bis er das luxuriöse Zimmer von Samantha betrat und die riesige Bücherei bestaunte. Interessant. Er lächelte zufrieden und machte sich eilig an die Arbeit. Dort ist das Gebäude der Bediensteten schon. Es brennt kein Licht. Und die Tür ist verschlossen. Dann dringe ich eben über die Fenster ein. Seltsam. Die dicke Staubschicht auf dem Boden spricht Bände. Hier lebt niemand. Ist hier jemand? Stumme Dienerinnen, das passt zu Graf Silberstern. Diener, die nicht reden können, sind auch nicht in der Lage, etwas zu verraten. Hallo? Kann mir jemand helfen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Keine Antwort, wie erwartet. Es wird nicht mehr lange dauern, bis ich dein Geheimnis gelüftet habe, Silberstern. Diese verdammte Missgeburt. Ich bin kurz davor, das Rätsels Lösung zu finden. Und jetzt kommt sie zurück. Nein. Ich habe eine viel bessere Idee. Güldenstern nahm seine goldene Maske ab, verbarg sie in seiner Kleidung und setzte sich seelenruhig auf den Stuhl und blätterte weiter in dem Buch. Es trug den Titel Silberstern-Manifest und beinhaltete die Geschichte der Familie Silberstern. Es fanden sich ausreichend Hinweise, die Güldenstern halfen, seinem Ziel näher zu kommen. Endlich bin ich wieder hier. Die ganze Kleidung ist verschwitzt. Eine wirklich schöne Frau mit einem tollen Namen. Romeo, was zur Hölle machst du in meinem Zimmer? Ach, du hast recht. Alfred könnte uns hören. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Ich gehe noch unter die Dusche und dann schenke ich dir das, was du schon so lange begehrst. Meine Tarnung ist perfekt. Ihr Körper ist so weich, so warm. Du kannst es wohl kaum erwarten. Dein extravaganter Kleidungsstil gefällt mir. Lege dich schon mal ins Bett, ich möchte mich noch duschen. Deine Kleidung wirst du nicht benötigen. Soll ich sie nehmen? Sie scheint Jungfrau zu sein. Wie gerne würde ich sie schänden, um den Silberstern-Jungen eins auszuwischen. Willst du nicht vielleicht mit mir unter die Dusche springen? Ich darf meine Rache nicht riskieren, wegen so etwas Trivialem wie körperlicher Lust. Ich muss mich beruhigen. Ich komme gleich. Es ist an der Zeit zu verschwinden. Allein mein Verschwinden ist Demütigung genug für den Anfang. Romeo? Wo bist du? Romeo!
Kerl kann was erleben. Samantha war zu erschöpft, um sich damit weiter zu befassen, und legte sich schlafen, nicht wissend, dass sie dem Tod nur knapp entronnen war. Romeo wachte voller guter Laune am nächsten Morgen wieder auf. Das Göttergetränk Ambrosia hatte ihn in einen Rausch versetzt, den selbst der beste Alkohol nicht auslösen konnte, mit einem positiven Unterschied. Es gab keine Nachwirkungen, kein Erbrechen, keinen dicken Kopf am nächsten Morgen. Einfach nur ein Hochgefühl und das Bewusstsein, mehr zu sein als nur ein Mensch. Er eilte zum Frühstückstisch, wo die anderen bereits auf ihn warteten. Guten Morgen, meine Lieben. Was habe ich denn jetzt wieder ausgefressen? Setz dich bitte, Romeo, mein Sohn. Alles okay? Wir haben noch einiges zu sprechen. Ich werde für einige Tage, wie angekündigt, verreisen. Solange ich weg bin, wird Alfred den Haushalt führen. Es ist mir eine Ehre, eurem Vertrauen gerecht zu werden. Aber ich gehe natürlich nicht, ohne eine kleine Überraschung in petto zu haben. Was? Wir dürfen den Haushalt alleine sauber halten? Nein, das schwebte mir nicht vor. Romeo, ich mag deinen Vater. Mein Vater hätte uns als Überraschung alles schrubben lassen. Nach dem Essen brechen Artemis und ich bereits auf. Am Hangar wartet eine Überraschung auf dich. Direkt nach dem Frühstück begleiteten alle Anwesenden Sakram zu dem Hangar. Dort wartete das Schiff Silberstern, frisch gewartet und aufbruchsbereit. Der Gnom Ticker stand am Schiff und begrüßte die Anwesenden. Schön, euch zu erwarten, Silbersterns und Nicht-Silbersterns. Wird Zeit, euch zu zeigen, neuestes Werk von Ticker und seiner Mannschaft. Hier siehst du dein Geschenk, Romeo. Was? Das ist dein eigenes Schiff. Wie bitte? Wow. Ich fasse es nicht. Es ist zwar deutlich kleiner als die Silberstern, aber dafür eleganter. Oh. Und es bietet ausreichend Platz, um ein Dutzend Leute zu transportieren. Auch wenn das Cockpit leider nur Platz für zwei Leute bietet. Danke. Du darfst es jetzt taufen. Das ist das Letzte, was dem Schiff fehlt. Ein Name. Ich habe einen perfekten Vorschlag. Und der wäre? Silbersternchen. Dann nicht so groß wie Silberstern, aber klein und süß. Daher Name sehr passend. Nein, danke. Ich nenne es... Wie wäre es mit Drückeberger? Die ist aber heute gut gelaunt. Nicht gerade ein schmeichelhafter Name. Aber nicht so schlecht. Schiff schnell wie Blitz. Können verdrücken wirklich schnell. Wenn das so ist, warum nennst du es da nicht Blitz? Gute Idee. Ich taufe damit das Schiff auf den Namen Blitz. Und jetzt wird es Zeit für uns aufzubrechen. Das Schiff ist bereits fertig. Wohin reist du eigentlich, Vater? Und wann bist du zurück? Bald. Wir haben nur eine Kleinigkeit zu erledigen. Der Hangarboden öffnete sich bereits und Tageslicht flutete das unterirdische Areal und der Gigant aus Stahl erhob sich in die Luft. Graf Silberstern. Wir sind jetzt am Treffpunkt. Und ich sehe, die Männer sind auch schon da. Öffne die Transportluke, damit sie das Schiff betreten können. Schon passiert. Warum haben wir die Männer so weit abseits der Stadt abgeholt? Der Marsch wird sie einiges an Kraft gekostet haben. Ich möchte nicht, dass man sieht, dass wir mit diesen Männern einen Handel abgeschlossen haben.
Ich hoffe, du hast meine Anordnung befolgt und deine Herkunft geheim gehalten, Artemis. Natürlich. Sie wissen nicht, wer der Auftraggeber der Mission ist. Nur, dass die Bezahlung es wert Sehr ist. Sehr gut. Dann lass uns die Männer jetzt begrüßen. Dann werden die Männer sofort wissen, wer ihr Auftraggeber ist. Die Männer werden das wohl kaum verschweigen, nachdem sie mit gefüllten Taschen nach Hause zurückkehren. Sofern sie den Auftrag überleben. Das bleibt abzuwarten. Zudem werden einige von ihnen lesen können. Der Schriftzug und der Name unseres Schiffes gibt sowieso nicht viel Platz für Spekulationen. Jetzt komm, die Söldner warten bereits auf uns. Ihr werdet zufrieden sein. Ich habe 2 Dutzend der besten Söldner versammelt. Kämpfer, die weder Tod noch Teufel fürchten. Habe ich es euch nicht gesagt? Es ist Silberstern, der uns beauftragt hat. Ihr habt eine vortreffliche Auffassungsgabe. Ich bin wirklich Graf Silberstern. Wie habt ihr das Ganze erraten? Niemand würde einen Auftrag so gut bezahlen. Nur unter 2 Umständen wäre das der Fall. Es ist nicht möglich, den Auftrag lebend zu überstehen, oder Geld spielt keine Rolle. Mit den hier versammelten Männern könnte man ganze Städte erobern. Sie gehören zu den besten Söldnern des Landes. Also bleibt nur noch die 2. Option. Und es gibt nur 2 Personen auf diesem Kontinent, für die Geld keine Rolle spielt. Güldenstern und Silberstern. Der Name eures Schiffes macht ersteren unwahrscheinlich. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt über eure Ausführungen. Wie ist euer Name? Cordovan. Dann seid ihr ab jetzt der Anführer dieser Männer, Cordovan. Gerne. Für eine Handvoll mehr Gold. Neue Pflichten, neue Bezahlung. Kein Problem. Die Handvoll Gold sollt ihr haben. Ruht euch aus. In den Kisten dort vorne findet ihr alles, was das Söldnerherz begehrt. Den schärfsten Stahl und die besten Rüstungen. Sobald wir am Ziel sind, werden wir euch in euren Auftrag einweihen. Ich hoffe, bis dahin habt ihr nichts dagegen, wenn wir die Bar eures Schiffes plündern. Natürlich nicht. Dafür ist sie da. Könnt ihr mir jetzt zumindest sagen, wohin unser Weg führt? Du wirst es gleich selbst sehen. Ich zeige dir die Koordinaten auf der Karte. Fliege zu diesem Punkt. Aber das sind die Rockinseln. Dort lebt nichts. Das ist nicht ganz richtig. Bald lebt dort nichts mehr. Geduld. Es würde mich nicht wundern, wenn die Söldner rebellieren. Dort ist es lebensgefährlich. Vulkane, Lavaströme und nichts außer schwarzem Fels und Sandgestein. Was suchen wir eigentlich dort? Das wirst du erfahren, wenn wir heute Abend unseren Zielort erreichen. Die Gefährten saßen alle im Pavillon am Wasserfall und überblickten die Artikel für Romeos Zeitschrift. Romeo blickte verliebt zu Samantha. Er war bester Laune. Sie hingegen nicht. Heute Abend können wir ganz allein ungestört sein. Du wirst ungestört sein. Und auch ganz allein. Ich habe heute Wichtigeres zu tun. Was ist denn mit dir los? Ich hätte beinahe meinen Muffin verschluckt. Das hast du diesmal nur angestellt. Oh, großer Meister der Verführungskunst. Ach, halt die Klappe. Leg dich ab. Wir sollten lieber endlich die Zeitschrift fertig machen, anstatt uns zu streiten. Du hast recht. Samantha hat mir ihren fertigen Artikel bereits gegeben. Die Zeitschrift wird alles für immer verändern. Ich bin mal gespannt, wie du damit Güldenstern bezwingen willst. Ich hoffe, du hast den Mund nicht zu voll genommen. Hab ich nicht. Glaub mir. Güldenstern wird das Weinen anfangen, wenn mein Plan aufgeht. Selbst wenn ich das Weinen anfange, Bursche, wirst du in den Tränen ersaufen. Ich muss meinen Plan schnell in die Tat umsetzen. Wenn die beiden sich aussprechen, werden sie vielleicht dahinter kommen, dass sich noch jemand hier aufhält. Am liebsten würde ich die Dame nachts noch einmal besuchen und pflücken wie eine reife Frucht. Aber zuerst gilt es, die Nachtmare in der Finsternis aufzusuchen. Bist du da? Hast du das?
um was wir dich gebeten haben? Ja, es ist der Wald selbst. Vernichtet den Wald und ihr habt freien Zugang zum Anwesen. Wir glauben dir, aber wir können uns dem Wald nicht nähern. Und es ist dir nicht möglich, den ganzen Wald zu vernichten. Richtig. Ich habe zuerst den Plan in Erwägung gezogen, mit Hilfe des Öls den Wald niederzubrennen. Aber das würde nicht helfen. Die Wurzeln im Innern der Erde bieten dann immer noch ausreichend Schutz. Aber keine Sorge, ich habe bereits eine Lösung. Es wird nicht mehr lange dauern. Samantha war froh, als Silberstern das Anwesen verließ. Das gab ihr vermutlich die letzte Chance, das Geheimnis der Bilder zu lösen. Sie hatte nicht viel Zeit und rannte beinahe bis zum Anwesen. Sobald sie die Tür zum Eingangsbereich des riesigen Herrenhauses öffnete, kroch ihr ein Schauder über den Rücken, als sie das Gemälde an der Wand sah. Das Bild Silbersterns. Es zeigt ohne Zweifel ein Totengesicht, wenn ich es umgedreht betrachte. Warum schaut ihr so schief, junge Dame? Ach, nichts, Alfred. Könnt ihr mir vielleicht bei einer kleinen Aufgabe helfen? Sicher, Lady Samantha. Was wünscht ihr? Ich möchte alle Bilder des Hinzis auf einmal studieren und benötige sie daher in meinem Zimmer. Es wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet, die Bilder einzusammeln. Euer Wunsch ist mir Befehl. Es freut mich, wenn ihr euch einer sinnvollen Tätigkeit abseits von Romeo widmet. Habt Geduld. Ihr habt ausreichend Zeit, die Früchte der Liebe zu genießen. Vorher sollten Sie aber ausreichend Zeit haben, zu reifen. Ich gebe euch uneingeschränkt recht. Sollte Romeo versuchen, mich heute Nacht zu besuchen, haltet ihn auf. Oh, das freut mich zu hören. Ich muss gestehen, ich habe schon Vorkehrungen getroffen. Der junge Romeo denkt vermutlich, er kann den Speiseaufzug nutzen, um nachts aus seinem Zimmer auszubrechen. Ihr konntet es doch auch, oder? Ja, und genau darum habe ich den Aufzug präpariert. Eine Nacht im Aufzug festzustecken, wird dem jungen Herrn sicher eine Lehre sein. Keine Sorge, ich habe für seine Annehmlichkeit gesorgt. Ach, Alfred, ihr seid wahrhaft ein toller Butler. Was wären die Silbersterns nur ohne euch? Vermutlich nicht so gut erzogen. Ich mache mich jetzt daran, euch die Bilder zu bringen. Die Silberstern glitt durch die dichten Aschewolken. Selbst die starken Suchscheinwerfer des Schiffes halfen nicht, die Sicht zu verbessern. Ich sehe den Untergrund nicht. Wir sollten auf keinen Fall tiefer gehen. Das müssen wir auch nicht. Aufpassen! Da vorne wird wieder Magma in die Luft gespien. Diese ganze Inselgruppe ist von Hunderten von Vulkanen übersät. Wenn wir Pech haben, erwischt uns ein flüssiger Magmastrahl. Kein Wunder, dass die Legenden von einem Feuergott sprechen, der seinen Zorn in den Himmel schreit. Es ist ein Selbstmordkommando, dort unten zu landen. Ich weiß, das Schiff wird auch nicht dort unten landen, sondern nur wir. Wir seilen uns ab. Das wird keinem der Söldner gefallen. Und ich verlasse mich darauf, dass du ihnen klar machst, dass sie keine andere Wahl haben. Ich verstehe. Die beiden gingen in den Frachtraum, in dem die Söldner bereits aufgeregt durch die Fenster des Schiffes nach draußen blickten. Der Angstschweiß stand einigen auf der Stirn. Es war etwas anderes, gegen Drachen oder Monster zu kämpfen, aber diese Landschaft war unberechenbar, gnadenlos und nicht zu bezwingen. Was suchen wir hier, Graf Silberstern? Meine Männer sind nicht gerade begeistert. Wir dachten alle, wir ziehen in den Kampf. Das werdet ihr, das werdet ihr. Wir haben unseren Zielort erreicht. Auf den Rockinseln lebt eine mystische Kreatur. Sie existiert seit Beginn der Zeit. Noch nie hat sie jemand gesehen, zumindest nicht, um lebend davon zu berichten. Unsere Aufgabe ist es, die verschlossene Truhe dort vorne zum Nest dieser Kreatur zu bringen. Und dann könnt ihr eurem Hof als Kämpfer gerecht werden. Und wann landen wir? Gar nicht. Wir werden uns abseilen.
nicht mit. Auf keinen Fall. Dafür wurden wir nicht bezahlt. Artemis, ich habe verstanden. Artemis schritt wortlos auf den Mann zu. Die Söldner waren harte Kerle, abgebrüht und erfahren. Aber Artemis strahlte eine Aura aus. Meinst du, das beeindruckt mich? Die selbst die Söldner einschüchterte. Euer Mitstreiter hat sich uns angeschlossen. Im Gegensatz zu ihm habt ihr die Möglichkeit, euch lebend abzuseilen und nicht tot in die Lava zu stürzen. Eure Wahl. Ich denke, wir haben jetzt ein Problem. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Artemis, das war nicht nötig. Was für ein Söldner war das, der beim Anblick von etwas Glut und Staub seinen Vertrag bricht? Der Preis hat sich soeben für uns alle erhöht. Sonst könnte es sein, dass einige von uns vielleicht Ambitionen verspüren, das Schiff zu übernehmen. Eine Ambition, die euch nichts bringen würde. Ohne mich kein Gold. Ohne Gold kein Reichtum. Ohne Reichtum keine Frauen, so viel ihr wollt. Kein Mehl Tag und Nacht. Das solltet ihr euch gut überlegen. Vor allem, da ich eurem Wunsch entspreche und das Doppelte zahle, wenn wir erfolgreich sind. Ihr verfluchten Bastarde seid ja immer noch auf dem Schiff. Seid euch gefälligst ab! Los, los! Was ist mit der Kiste? Wie seilen wir sie ab? Gar nicht. Ich werde das erledigen. Artemis rutschte das Seil mehrere hundert Meter tief nach unten. Die Stahlseile waren stabil, boten aber keinen Schutz, sollte Magma oder Glut mit ihnen in Kontakt kommen. Unten angekommen, warteten die Männer auf Silberstern. Ja. Ich bin gespannt, wie Graf Silberstern die schwere Kiste nach unten transportieren will. Hoffentlich hat er es sich nicht anders überlegt und wartet winselnd auf uns oben. Ich denke, euch vergeht das Lachen gleich. Da ist er. Hol mich doch der Teufel! Dieser Kerl ist verrückt! Silberstern sprang mitsamt der Kiste hinab in die Tiefe. Er hielt ein Seil in seinen Händen, als wäre der sargähnliche Behälter ein Pferd. Ich will nicht hoffen, dass er geplant hat, sich in dieser Kiste zu begraben. Das sieht ganz so aus. Diesen Sturz kann niemand überleben. Da geht sie, meine Belohnung. Ha. Er ist nicht irgendjemand. Er ist Graf Silberstern. Überraschenderweise faltete sich ein Fallschirm auf. Und der Graf erreichte nach einer Weile gemütlich den Boden. Der Fallschirm fing Feuer, da er in ein kleines Lavabecken tauchte. Erlaust mich doch der Affe. Nicht der Affe, sondern Gnome. Sie sind für diese Erfindung verantwortlich. Und ich dachte, Gnome sind dumme Kreaturen. Und jetzt, wohin sollen wir uns richten? Dort, dieser Vulkan. Da haust die Kreatur. Warum habe ich nur befürchtet, dass ihr das sagt? Dieser Vulkan ist am aktivsten. Überall schlängeln sich Lavaströme. Es ist fragwürdig, ob wir überhaupt einen freien Weg durch die Magmaflüsse finden. Lasst das meine Sorge sein. Schnappt euch die Kiste und folgt mir. Alfred hatte Samantha alle Bilder auf ihr Zimmer gebracht, die sie auf dem Boden niederlegte und angestrengt bei einer Tasse Tee studierte. Was ist das Geheimnis deines Werkes, das sind Sie? Antworten würde dir auf jeden Fall nicht. Es sei denn, du kannst mit Toten reden. Kann ich nicht. Aber du mit magischen Bildwesen. Oh, nein, schlag dir das aus dem Kopf. Die haben mich schon beim letzten Mal versucht zu lynchen. Nochmal gebe ich ihnen die Chance nicht. Ich zwinge dich zu nichts. Das Rätsel muss doch irgendwie zu lösen sein. Ich habe das Gefühl, es fehlen nur noch wenige Puzzleteile, um das Mysterium ganz zu lösen. Puzzle sehen die Werke aber nicht gerade aus. Vielleicht solltest du dir eine Brille kaufen. Das ist es. Sag ich doch, dann siehst du bestimmt wieder klar. Nein, das meine ich nicht. Ich sehe jetzt klar. Da Sinzi zeichnet eigentlich nie abstrakte Kunst, sondern immer Gebilde aus der Realität.
Also warum hat er ausgerechnet dieses Werk in diesem surrealen Stil gezeichnet? Weil er wie die meisten Künstler auf Drogen war? Nein, weil Da Vinci nie 100 Gemälde erstellt hat. Okay, jetzt ist es klar. Nicht der Künstler ist auf Drogen, sondern du. Wenn das keine 100 Bilder sind, was dann? Das meinte ich nicht. Die ganzen Bilder ergeben ein einziges Kunstwerk. Das war Da Vincis Geheimnis. Daher war das letzte Bild so wichtig. Okay, das klingt doch deutlich vernünftiger. Ich muss nur die Bilder in der richtigen Reihenfolge zusammenlegen. Und dann? Das ist die Lösung. Das ist es. Ja, du hast recht. So wie die Gestalten da auf den Bildern tanzen, scheint es das zu sein. Sie freuen sich und jubeln. Ob das ein gutes Zeichen ist? Mit einem flauen Gefühl im Magen sortierte Samantha ein Bild nach dem anderen. Der Anfang war schwer, aber nachdem sie das Prinzip verstand, dauerte es nicht mehr lange, bis sie das letzte Bild in der Hand hatte, das das Mosaik aus den Gemälden beenden würde. Sie fügte das letzte Bild in die fehlende Position und augenblicklich leuchteten die Ränder der Bilder hell wie Glut, die sich gierig durch Papier fraß. Es erfolgte eine Symbiose. Die 100 Werke Da Vincis wurden eins. Die groben Farben vermischten sich und zeigten das wahre letzte Werk des Künstlers. Ein gigantisches, verschlossenes Tor. Vor jenem warteten die 100 magischen Insassen des Bildes. Erwartungsvoll, gekleidet in schwarze Samtroben. Unglaublich. Das Bild... Hilfe! Hilfe! Hilfe der jungen Dame! Sie ist in das Bild gefallen! Kannst du hören? Es gab keinen Ausweg. Nur diesen gigantischen Raum, in dem sie 100 bedrohliche Gestalten umringten. Ein letzter Gedanke schoss ihr durch den Kopf, der durchaus der letzte in ihrem Leben sein konnte. Ich bin gefangen. Und es gibt keinen Ausweg. Wir sind jetzt vor dem Berg, aber dieser Lavastrom macht es uns nicht gerade einfach. Seht ihr die vielen Höhleneingänge? Dorthin führt uns unser Weg. Wir haben keine Chance, diesen Strom lebend zu überqueren, geschweige denn, über ihn zu springen. Damit endet unsere Reise wohl. Unser Geld verlangen wir aber dennoch. Falsch. Falsch was? Falsch, dass wir nicht mehr weiterkommen. Spare dir aber in Zukunft die Drohgebärden, wenn du nicht ein Bad im Lavasee nehmen willst. Wage es niemals, mein Wort anzuzweifeln. Mein Fehler, Graf Silberstern. Ich bin gespannt, wie ihr uns auf die andere Seite bringen möchtet. Vor allem mit eurer schweren Truhe. Darf man vielleicht jetzt erfahren, was sich darin befindet? Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Ein Seitenversteck in der Truhe. Genug. Aber was ist das? Ein Tropfen des Etwas in ein Tuch gehüllt? Ist das etwas zu trinken? Ich sterbe bald vor Durst. Ihr könnt gerne mal kosten. Ich verzichte dankend. Ein abgeschlagener Frauenkopf ist nicht gerade das, was ich mir vorgestellt habe. Sie ist seltsam blau im Gesicht. Wofür braucht ihr den Kopf? Sie wird uns den Weg ebnen. Jene, die das Konzil kennen, wissen um seine Macht. Der Diener des Eises bezwungen, der Wächter des Elements besiegt. Zeige mir deine Kraft. Der Kopf entsendet einen Eisstrahl. Der eine Eisplattform auf der Lava erzeugt. Erlaust mich doch, der Affe. Ich habe das Gefühl, wir kommen lebend aus dieser feurigen Hölle, wenn dieser Silberstern noch mehr dieser Tricks auf Lager hat. Hat er. Das heißt aber immer noch nicht, dass wir auch lebend zurückkehren. Das Eis ist rutschig. Verliert ihr die Kiste, verliert ihr die Bezahlung. Was man richtig gemacht haben möchte, erledigt man am besten selbst.
Also Mut hat er, Artemis. Eine gute Wahl. Sie sind die Besten der Besten. Das wird sie auch nicht retten, da selbst das zu wenig sein wird. Hier ist die Kiste. Ich hoffe, wir haben unser Ziel bald erreicht. Sonst verdursten wir noch in dieser Hitze. Was habt ihr? Soll ich euch stützen? Nein. Warum geht ihr in die Knie, Graf Silberstern? Geht es euch nicht gut? Endlich. Das letzte Puzzleteil hat sich zusammengefügt. Hier, nehmt einen Schluck Wasser. Mein letzter. Ich habe das Gefühl, ihr habt es nötiger als ich. Wir wollen doch nicht, dass ihr durchdreht und eure Abmachung vergesst. Ganz im Gegenteil. Mir ging es noch nie besser. Es dauert nicht mehr lange. Der Höhleneingang dort vorne sollte zu unserem Ziel führen. Endlich. Ich kann kaum noch. Die Luft in dieser Höhle ist deutlich angenehmer. Wie lange müssen wir die Kiste noch schleppen? Stellt sie ab. Dort vorne ist die Höhle der Kreatur. Sie liegt direkt im Vulkankrater. Es ist an der Zeit, das Geheimnis der Truhe zu lüften. Darauf habt ihr doch die ganze Zeit gewartet, nicht wahr? Flüssiges Silber ist in der Truhe. Es kann sich nur um... Ambrosia handeln? Nicht ganz, aber sehr nahe dran. Silberstern griff in die zähflüssige Masse, die sich teilte, wo auch immer er die Hand führte. Die Flüssigkeit verbarg ein weiteres Geheimnis. Auf dem Boden lagen mehrere Phiolen. Das hier ist Ambrosia. Eine Flasche für jeden von euch. Was führt ihr im Schilde, dass ihr uns Ambrosia, das Getränk der Götter, gibt? Mit jeder Phiole könnten wir ein ganzes Königreich kaufen. Trinkt es, ihr werdet es brauchen. Der Kampf, der euch erwartet, wird jeden von euch an die Grenzen seiner Fähigkeit bringen. Also trinkt! Das lasse ich mir kein zweites Mal sagen. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Was hat es mit der silbernen Flüssigkeit in der Truhe auf sich? Ich habe das Gefühl, sie lebt. Das ist vermutlich der wichtigste Teil meines Plans. Taucht eure Hände in die Flüssigkeit, Artemis. Sie ist euch aber ausgewichen. Das wird sie bei euch nicht tun. Folgt meinen Anweisungen. Sie kriecht an mir hoch und überzieht meinen Körper wie eine zweite Haut. Jetzt seid ihr an der Reihe. Diese Masse wird euch zusätzlichen Schutz geben. Einer nach dem anderen ging zu der Truhe und tauchte die Hände in die silberne Flüssigkeit, bis von ihr nichts mehr übrig blieb. Die Männer starrten fasziniert auf die Masse, die sich über ihre Körper wie eine Schutzschicht legte. Silberstern, was ist das für eine Teufelei? Es kriecht ebenso in meinen Mund. Keine Sorge, auch das gehört zum Plan. Was für ein Plan ist das? Ich bin blind. Ich sehe nicht mehr. Was seid ihr für ein Teufel? Nehmt euch ein Beispiel an Artemis. Er lässt es über sich ergehen, legt sein Leben in meine Hände. Die Angstschreie der Söldner erfüllten den trostlosen Gang. Güldenstern schlich durch die tiefen unterirdischen Gänge. Er wusste, dass die Bastion Silbersterns auch viele Geheimnisse und Forschungen barg und hoffte, hier auf eine Lösung zu stoßen, die es ihm ermöglichte, die Nachtmare zu befreien. Aura, was machst du hier? Wieder ein Silberstern, das eigentlich nicht so häufig passiert. Ticker helfen dir aber gerne weiter. Ich denke, es muss mich erwischt haben. Meine Stimme klingt, als wäre ich nicht ich selbst. Ich bin hier wegen einem geheimen Auftrag, von dem niemand etwas wissen darf. Ja, dass ich gewohnt bin,
Manchmal Meister kommen, dann darf Silberstern kommen, dann wieder Meister. Und alle wollen dasselbe. Geheim, mach gut, mach schnell, mach funktionieren. Ich habe Glück. Was du wolltest. Dieser dumme Gnome fällt auf meinen Trick herein. Die Gartenarbeit ist zu schwer. Ich brauche eine Maschine, die mir hilft, Wurzeln, Bäume und Unkraut schnell zu entfernen. Immer dasselbe. Mach gut, mach schnell, mach funktionieren. Ja, ja. Wie könnte man... Riesenwürmer? Nein. Beim letzten Mal ganzes Gebäude eingestürzt, wegen Tunnel aus. Ich hab's. Perfekte Erfindung dafür. Und? Was und? Was ist mit der perfekten Erfindung? Sie perfekt, was du denken sollst. Wo ist sie? Kavumbumstumm. Was? Kavumbumstumm? Oh, ich drehe diesem Kerl gleich die Gurgel um, wenn er nicht konkreter wird. Warum Menschen manchmal so dumm? Dabei geben wir doch Namen mittlerweile, die sogar Gnomkinder ganz einfach verstehen. Die Maschine machen erst Kavum. Dann nochmal bumm und dann alles stumm. Manchmal, weil manche nichts mehr hören, da Kavumbum zu laut. Aber daran ich arbeite noch. Gib mir einige dieser Kavumbum-Stumm-Geräte. Moment. Der Gnom hantierte an einer Kiste und holte mehrere kleine zylinderförmige Geräte hervor. Ein bewegbarer Ring existierte am Ende des Zylinders, der mit Zahlen nummeriert war. Das Kavumbumstumm. Aha. Wie funktionieren sie? Das der Zeitzünder. Hm. Das Auslöseknopf. Du haben da nur wenige Sekunden, dann Kavumbum. Stumm, ich weiß. Was ist mit diesem Regler hier? Er stellt Intensität für Stärke ein. Umso mehr Kavum und Bumm. Aha. Ob mehr Stille ich noch nicht feststellen konnte. Sind das alle, die du hast? Nein, ganze Kiste dort drüben voll. Dann bring sie mir alle. Hoho, du aber großes Unkrautproblem haben. Ja, kleiner Mann. Aber das dürften wir bald gelöst haben. Gibt es eine Bombenstimmung? Obwohl das Bild nur eine zweidimensionale Fläche hatte, befinde ich mich hier in einem kreisrunden Saal. Und ich bin gefangen. Seltsam. Das Tor dort vorne. Egal von welcher Seite ich es betrachte, ich stehe immer direkt davor. Und diese stummen Bildgestalten sehen auch alles andere als freundlich aus. Aber vielleicht können sie mir helfen. Wie komme ich hier raus? Könnt ihr mir helfen? Sie zeigen nur auf das Tor. Vielleicht ist das die Lösung. Die Türöffner sind groteske, hässliche Dämonenfratzen. Nicht wirklich sehr einladend. Ich habe wohl keine andere Wahl, als sie zu öffnen. Befindet sich nichts dahinter. Nichts? Ja. Plötzlich wurde Samantha zur Seite gestoßen. Die Gestalten waren sichtlich aufgeregt. Sie hämmerten gegen die schwarze Wand, suchten sie ab, nur um enttäuscht sich davon abzuwenden. Sie näherten sich Samantha bedrohlich. Ständig deuteten ihre Hände anklagend auf das Nichts. Was habt ihr? Ich kann nichts dafür. Ich möchte auch hier raus. Lasst mich doch einfach. Ich kann euch nicht helfen. Samantha wurde plötzlich gepackt und auf den Boden gepresst. Die Anzahl der Angreifer war zu groß, als dass eine effektive Gegenwehr möglich gewesen wäre. Dann zogen mehrere Gestalten Ritualdolche. Sie wollen mich opfern. Ich muss das verhindern. Ein magischer Schutzschirm. Hilfe!
Die Gewalt des magischen Schutzschirms schleuderte die Gestalten durch die Luft. Nachdem sich die Gestalten erholt hatten, wagte keiner mehr, ihr zu nahe zu kommen. Vielleicht kann ich durch das Tor entkommen. Es ist meine einzige Chance. Samantha schlug gewaltig auf hartem Untergrund auf. Es war aber nicht, wie sie befürchtet hatte, die Wand aus nichts, sondern der Tisch in Silbersterns Zimmer, der eine Etage unter ihrem Zimmer stand, auf dem sie landete. Ich muss hier schnell raus, bevor jemand merkt, dass ich hier drin bin. Was ist das für ein fauler Zauber? Wir sehen alle aus wie ihr, Graf. Damit verwirren wir den Gegner. Aber das ist nicht alles. Die Schutzhaut schützt euch auch vor dem Flammenatem der Bestie. Flammenatem? Gegen was kämpfen wir? Einen Drachen? In gewisser Weise. Eine Hydra. Nur eine Hydra? Das ist alles? Schlagt alle Köpfe ab und verbrennt den Stumpf mit Feuer. Unsere einfachste Übung. Die Anreise war vermutlich das Gefährlichste. Fokussiert euch. Spart euch die Überheblichkeit. Der Graf hätte euch nie für eine einfache Hydra diese Unsummen bezahlt. Schaltet euer Gehirn nicht ab, sofern ihr überhaupt eines habt. Sobald ihr in der Höhle seid, werdet ihr kein Wort mehr verlieren. Kein Ton kommt über eure Lippen oder eure Bezahlung wird euch verweigert. Ist das klar? Warum? Hat die Klappe? Wir haben verstanden. Der Vulkan war nicht erloschen. Seine effusive Masse bildete einen See, auf dem mehrere Gesteinsbrocken Plattformen bildeten. Im Zentrum des Lavasees fand sich ein besonders großer Felsen, auf dem eine riesige, rot geschuppte Kreatur schlief. Der Leib war massig und erinnerte an einen riesigen Drachen ohne Flügel, aber dafür mit drei Köpfen. Schläft. Mit etwas Glück rauben wir das Leben, ohne dass sie es merkt. Das Leben rauben wollt ihr mir? Was ist das? Die Kreatur spricht? Diese Arroganz kann nur von dem einen. Das ist keine normale Hydra. Sollst die Klappe halten. Ich sehe, mit einem billigen Trick willst du mich bezwingen. Lass davon ab. Es hat einen Grund, warum wir dir keinen Zugriff auf das Konzil gewähren können. Du weißt es. Redet dieses Mistvieh. Verteilt euch, Männer. Rund um die Bestie. Ich verstehe. Dann müsst ihr auch mit der Wahl eures Schicksals leben. Bevor die erste Klinge auch nur die Haut der Hydra ritzen konnte, schnappten die drei riesigen Mäuler des Ungetüms, die aufgerissen ohne Probleme einen Mann stehend verschlucken konnten, nach den ersten drei Söldnern und verschlangen sie mit Haut und Haar. Dafür wirst du zahlen! Halt die Hände, spaltet in den Kopf! Vergesst nicht, die Halsstümpfe mit Fackeln auszubrennen, um ihre Regeneration zu unterbinden. Dieser Kerl soll sein Maul halten. Ja. Artemis zeigte den Mut, den man von dem Meuchler erwartete. Er sprang mit unmenschlicher Kraft, durch das Ambrosia beflügelt, direkt auf den Rücken der Kreatur, klammerte sich an einen Hals und erreichte in Windeseile den Hinterkopf. Jetzt war nur noch der letzte Kopf in der Lage, sich dem Angreifer vom Leib zu halten. Artemis nutzte die Chance, sicherte seinen Halt und seine Dolche zerschnitten den Hals. Darauf kannst du wetten. Ihr könnt mich nicht bezwingen. Das sehen wir anders. Schnell, die Fackel! Schon passiert.
Unglaublich. Wir haben die Kreatur bezwungen. Lasst uns zum Schiff aufbrechen. Dann erhaltet ihr eure Beute. Ich gebe euch den Vortritt. Wenn du etwas Krummes versuchst, Meuchler, bist du schneller tot, als du denkst. Oder warum hast du noch deine Klingen in den Händen? Ich gehe nur sicher, dass mich nichts Unerwartetes überrascht. Noch bin ich nicht auf dem Schiff. Silberstern! Meldet euch endlich zu Wort! Ihr habt schon lange nichts mehr gesagt. Versucht uns nicht hinter das Licht zu führen. Wer von euch ist Silberstern? Ich nicht. Ich auch nicht. Ein Söldner nach dem anderen verneinte es. Am Ende blieb nur noch ein Mann übrig. Nur der Typ dort drüben sagt nichts. Keine Angst, wir tun dir nichts, solange ihr zahlt. Es waren die letzten Worte, die der Söldner von sich gab. Urplötzlich tauchte aus der Lava ein Kopf auf, der die Gestalt in zwei Teile zerbiss. Die Beine klappten vornüber, während der Oberleib des Körpers in die Tiefe gezerrt wurde. Die Hydra lebt noch! Und sie hat jetzt 5 Köpfe! Schlagt ihr keine weiteren Köpfe ab! Wir können die Regeneration nicht mit Feuer stoppen! Schlagt ihr die Beine ab! Dann ist sie bewegungsunfähig! Stellt euch auf die Plattform im Kreis auf! Dann kann sie uns nicht mehr überraschen! Dort! Ein Kopf! Dieses Biest taucht wie ein Hai in der Lava! Ich habe es euch gesagt! Es erwartet euch nur der Tod! Genießt eure letzten Sekunden! Ich sehe, mein Feuer kann euch nichts anhaben. Dann verspeise ich euch einfach einen nach dem anderen. Die Plattform ist zu klein. Ich kann nicht ausweichen. Der Kampf ist verloren. Flieht! Wir haben keine Chance! Zum Ausgang der Höhle! Flucht wird mit dem Tod bestraft. Wir kämpfen bis zum letzten Mann. Ich habe keine Wahl. Entweder bezwinge ich diese Bestie oder ich sterbe. Aber nicht mit mir, Silberstern. Du hast es gewusst und dafür wirst du sterben. Der Durst nach Rache war so stark wie derjenige eines Verdurstenden, der in der Wüste nach Wasser lechzte. Ohne Rücksicht auf persönliches Wohl stürmte Cordovan auf die Person zu, die ohne Zweifel Silberstern sein musste. Er wollte ihn persönlich in den Tod schicken. Kämpfe lieber gegen die Hydra als gegen uns. Du verteidigst diesen Bastard. Er hat uns in den Tod geschickt. Euer Pech, wenn ihr zu lausig seid, um das eigene Leben zu beschützen. Sie vergaßen in ihrem Duell die gewaltige Hydra, die sich jetzt locker ihrer beiden Gegner entledigen konnte. Die 6 Köpfe tauchten aus der Lava auf und fielen über die letzten 3 Überlebenden her. Silberstern sprang mit übermenschlicher Geschicklichkeit aus der Reichweite der Bestie. Artemis und Cordovan hatten nicht das gleiche Glück. Cordovan wurde mit einem einzigen Bissen verschluckt. Und Artemis, der sich dem angreifenden Maul agil entzog, wurde von einem der Mäuler am Bein gepackt. Fangzähne durchdrangen das Fleisch und durchschnitten es einfach wie Brot. Trotz der schweren Verletzung nutzte Artemis sein verbliebenes Bein, um sich vom Boden abzufedern, um beide Klingen in den Kopf der Bestie zu rammen. Die Hydra sah das Manöver voraus und nutzte einen ihrer Köpfe, um einen Arm zu packen. Sie schüttelte Artemis wie wild und schleuderte ihn weit von sich, einen Arm des Meuchlers zwischen ihren Zähnen. Jeder deiner Arkane ist bezwungen, Silberstern. Ich will deine Hülle nicht vernichten. Ich werde mich immer mehr regenerieren. Du kannst mich nicht bezwingen. Das weißt du. Kann ich nicht? Ich frage mich, woher ihr lächerlichen Konzilwächter nur diese Arroganz immer wieder herbeizaubert. Ich werde das Konzil finden und dann hütet euch. Meine Rache wird furchtbar sein. Du bist nicht der, für den die Macht des Konzils bestimmt ist. Jetzt verschwinde, oder ich zerstöre dich. Dann geschah das Unglaubliche. Die Hydra biss sich selbst.
Mit ihren kräftigen Zähnen durchtrennte sie einen Kopf nach dem anderen, nur um immer mehr Köpfe aus ihrem Leib sprießen zu lassen. Das ist alles? Mehr, noch mehr. Oder denkst du, du kannst mich damit bezwingen? Lächerlich. Es sind 12 Köpfe. Für jeden Gott, den du verspottest, ein Instrument der Rache. Verschwinde, bevor ich dich zerreiße. Es ist deine letzte Chance. Es ist die deine. Und du hast sie gerade verspielt. Jetzt. Die Hydra schrie vor Pein und krümmte sich vor Schmerz. Dann ragten riesige silberne Dornen wie Speere aus ihrem Körper, die ihrerseits wieder ein Geflecht von Dornen schufen, aus denen sich hunderte Mäuler manifestierten, die nach Luft rangen. Hast das Essen nur nicht bekommen. Du hast die Söldner gefressen. Unglücklicherweise waren sie mit der Masse infiziert. Und die breitet sich in den Haus, nagelt dich an den Tod, wird dich aufblähen lassen wie einen Kugelfisch, bis du platzt. Blinke ein. Du weißt, dass du es verdient hast. Das Konzil ist deine Grenze. Die Wolken teilten sich über dem Vulkan. Ein schwarzer Wirbel erschien. Donner grollte und ein wahres Feuerinferno toste durch den Vulkan. Ja, gib mir auch deine Fähigkeit. Die Macht des Feuers ist nun auch mein. Ihr habt gewusst, dass die Männer ihr Leben verlieren. Es war von Anfang an euer Plan. Ihre Arroganz, alles zu bezwingen, musste bestraft werden. Und das hat sie das Leben gekostet. Aber ihr, Artemis, habt das Inferno überlebt. Überlebt? Seht euch meinen Körper an. Ich bin ein Krüppel. Zum Tode verurteilt. Dient ihr mir bis in den Tod? Habe ich das nicht bereits getan? Mein Leben hat nur ein Ziel: Güldenstern zu vernichten. Bringt ihn für mich um. Versprecht mir das. Warum sollte ich, wenn ihr das selbst erledigen könnt? Ich belohne euch für eure Taten, Artemis. Die silbrige Masse kroch aus dem Gestein, aus dem sie versickerte, hervor und stülpte sich über Artemis. Formte den verlorenen Arm und das Bein nach, schloss Wunden narbenlos und regenerierte Artemis vollständig. Nur die Kleidung gab überhaupt noch Hinweise darauf, dass er mit heißer Lavaglut in Berührung gekommen war. Mein Arm und mein Bein, es ist wieder da. Ich kann es bewegen. Natürlich. Und wenn ihr nicht gleich mit mir kommt, könnt ihr gleich testen, wie gut sie funktionieren, wenn ihr nach Hause laufen müsst, da ich ohne euch fliege. Ich werde euch ewig dienen, Meister. Ich folge euch bis in den Tod. Ich habe nur einen einzigen Wunsch. Lasst mich, Güldenstern, unermessliche Qualen erteilen. Genehmigt, aber alles zu seiner Zeit. Noch ist er auf seine Weise wichtig für meine Ambitionen. Es dauert nicht mehr lange, bis er seine Nützlichkeit überschritten hat. Dann könnt ihr eure Feder austragen.